Und herzlich willkommen, liebe Freunde. Hier ist wieder euer Foxy mit einer weiteren Ausgabe von ARK. Es ist leider kein Osterevent vorhanden. Oder es haben die haben das Osterevent nicht gemacht. Die haben für ein Osterevent einfach, wie soll ich sagen, ein, ja, dreimal Zucht eingebracht. Das ist auch alles. Also es gibt keine vernünftigen Events, keine vernünftigen Sachen, die man machen kann. Oder halt solche Aktionen wie damals Ostereier von Dodo sammeln und. Ist alles leider im Moment tatsächlich nicht drinne. Da muss ich sagen, bin ich schon ein kleines bisschen enttäuscht. Jetzt suche ich gerade mal meinen Chat heraus. Also falls ich mal ganz kurz nach unten schaue, liegt das daran, weil ich das hier gerade gucke, suche. War alles früher auch ein bisschen einfacher, aber der Fall ist es jetzt nicht mehr. Da brauchte ich eigentlich nur darauf zu gehen und das erste Mal wurde es angeboten und gleich gemacht und getan. Aber ich denke mir, nö, ich muss hier tatsächlich meinen Channel suchen. Ist das normal, Freunde? Ist das nicht normal? Aber es wird jetzt tagsüber und wir wollen gleich mal ein kleines bisschen etwas züchten, würde ich mal behaupten, ne? Minute noch her. Guck mal. War noch nicht mal Minute. So. Jetzt geht's auch gleich los. Guck mal, werde ich schön tagsüber, schön hell. Stehe bei meinen Viecher, bei meinen Tierchen. Und ja, was soll ich sagen? Controller wird in die Hand genommen. Ja. Gut, dann muss ich jetzt mal hier einmal kurz umschalten. Ja, ich habe so ein Skinset von Wüste an, sieht ganz gut. Ja, schaut euch das an. Irgendwie, seitdem sie die Charakter umgeändert haben, sind die Haare irgendwie völlig misslungen und nicht schön. Muss ich schon sagen, bin ich schon ein bisschen verblüfft. Leider. Dass die Haare da, guckt euch das an. Das ist echt der. Mal geht das gut und mal nicht. Ah, es wird so langsam die schöne alte Atlaszeit, wo es nicht mehr so richtig passt. Also machen wir es so. Oder wir können es natürlich auch gerne so erstmal. Nee, da guckt euch das an. Das ist doch widerlich. Widerlich. Ich könnte vielleicht mal gucken, dass sich hier die Maske ist ja versteckt. So sieht man das nicht. Einfach jetzt hier mal den Skin löschen tue. Aber ich glaube nicht, dass es was damit zu tun hat. Ne, nö. Nö, 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 nö. Na, ist einfach so. Gut, hier sind ordentlich Eier am Vorbrüten, Vorzüchten, Vormachen. Zum Beispiel hier Giga-Ei mit 2,45. Ich könnte den ja mal ausschlüpfen lassen. Also jetzt einfach mal so zum Spaß. Einfach mal, aber ich glaube nicht, dass da was Neues bei rauskommt. So, neue Mutation habe ich nicht, das sehe ich ja jetzt schon. Und es leckt ein bisschen so. 2,45, uninteressant, wenn der vielleicht mal eine neue Farbe besitzt, ich schon zwei von den Dinger oder sogar drei. Der eine ist hier noch am Machen tun, der guckt da hinten raus hier. Guck mal, das ist meiner, der da in diese Wand reinglotzt. Ja, da muss ich aber schon sagen, wirklich sehr uninteressant. Hier werden noch weiter Garas-Eier gemacht, die super neuen Dinge. Oh, was haben wir denn hier? Guck mal, Bronto. Oh, die Level sind aber die sind schwach. Was ist das? Oh, Gara. Ja, da könnte 3,25 bei rauskommen, könnte aber deutlich noch höher kommen. Weiß ich nicht, aber wo ist denn mein neues Gara-Ei? Ist der schon verbraucht worden? Ich habe ein Gara Ei mit Gara Fox 5.0 ist aber falsch. Ich glaube, jetzt wird falsch gezüchtet oder habe ich einen mit 6.0. Der hat nämlich mehr Nahkampf. Scheint es im Moment gerade nicht da zu haben. Schade, schade, schade. Was haben wir denn hier noch so schönes? Alles ganz frische Eier. Ich kann nichts züchten. Da ist nichts mehr drin. Guck mal, der 200. Das war
den ersten, den hatte ich als Baby gefunden. Der hieß Papagei und mittlerweile eine neue Zucht reingekriegt. Eigentlich wirklich volle nette Farbe. Das ist Männchen. MacGyver wollte sich den eigentlich machen. Mal gucken, das wird er vermutlich auch im Laufe des Tages machen. Den kann man schön mit ein paar Weibchen machen. Vielleicht kommt was bei raus und dann vielleicht mal was Neues. Hier ist nämlich noch die Ahnenlinie auf Null. Muss man sehr viel Glück haben, wie man sieht. Wir haben auch Libellen laufen. Und zwar einen ganzen Stapel. Schöne Farben und so. Dieses lila-bläuliche, das sind alle beide meine. Mehr war leider nicht drin. Ich habe gestern auch noch einen dritten bekommen mit 134 Level. Den habe ich ja, weggepackt. War nicht sehr schön. Ich muss ja eben gerade erstmal die Futterkisten voll machen. Da waren schon drei Stück leer. Im Moment funktioniert das so einigermaßen. Ist was drinne. Meine Brontos hatte auch überhaupt keine Beeren mehr drin. Hier hinten schon, da hat die aufgefüllt, aber hier hinten sind auch noch Brontos. Ich habe hier ein bisschen ein paar Brontos verteilt. Ich habe gestern noch ordentlich Brontos gemacht. Apropos Brontos, komm, komm. Komm, wir machen jetzt was. Da hinten, die sind schon groß. Die sind schon groß. Die brauchen nicht mehr so viel. Und ich habe so viel Beeren reingepackt. Was haben wir denn hier? Das sind doch Jugendliche. Wir waren Level. So, hier, guck mal, Level. Level. Auf der Reeperbahn noch so mal. Auch noch mal 41. Schön, Level sind gut für die Bällen. Um große Level zu kriegen. Ja, ich habe mittlerweile ein 210er Libelle. Das ist mein erster 200 Libellen. Das ist sehr schön. Guck mal, die sind hier fleißig am Machen und Tun. Aber wie gesagt, die verbrauchen jetzt nicht mehr viel Nahrung. Mit fast 70%. 70%. Die sind ja noch voll. Die hier vergammeln ja eher die Nahrung. Daher schmeiße ich jetzt hier einfach einen frischen raus. Komm, ein Bronto geht raus. Du musst ihn nur immer zu meinem. Oha. Es ist lila-grün. Weiß immer nie so, was da drin ist. Ich habe gestern ordentlich Brontos gezüchtet. Und hier hinten auch nochmal. Hier waren die Futterkisten völlig leer, aber die Brontos haben überlebt über Nacht. Es ist der Wahnsinn. Also, ich weiß schon, wie man spielt. Überall, wo Futterkisten standen, habe ich gedacht, weißt du was, da passen Bronto hin. Ach komm, machen wieder auch nur 80%, 82%. Daher hat sie auch überlebt. Der hätte nicht überleben brauchen dürfen oder können. Aber hier kommt Scheiß drauf, hier kommt auch nochmal ein Bronto hin. Die sind alles Babyphase schon raus. Da kann man ruhig ein bisschen was wachsen lassen. So, 11%. Lassen wir die erstmal ein bisschen rumschwärmen. Gut ist gut. So, zwei Brontos sind schon mal draußen. Normalerweise haben wir unsere Brontos auch hier, aber viel Platz ist leider nicht immer gegeben. Hier waren alle gestern klein, jetzt sind sie alle mittlerweile so groß. Durch 3x ist das schon wirklich sehr gut machbar zu züchten. 76%, guck mal, der wird heute im Laufe des Tages sogar fertig. Hey, geh auf mir auch so durch. Der blockiert mich. Was haben wir hier? Guck mal, 83%, alle Dinger, die sind relativ schon gut. Ja, kommen sie schon durch. Bevor ich hier weitermache, die habe ich mir schon mal hingestellt. Einen schönen blauen Biber. Es ist zwar ein Farbevent an, aber es ist kein Farbevent geschossen. 227. Ich hatte mir neulich einen 150er Biber geschossen, Endlevel also so gesehen, und mit 224 Schluss getamed. Und da kam er dann auch raus. Und das finde ich dann schon mal ganz gut. Und da habe ich auch gleich mit 227, das ist über Tame-Level, rausbekommen. Und MacGyver hat gedacht, oh, den ersten Blauen möchte ich haben. Damit er einen ersten Blauen bekommt, habe ich hier die Weibchen. Hier, guck mal, der ist fertig. Da fehlt mir noch einer. Einer fehlt noch. Ich lasse die Brust mal laufen. Es backt schon wieder. Es backt, Freunde. Das merke ich. Ich kann nicht abstauben. So, oh, jetzt bin ich hier. So, der ist auch fertig, ne? 225. Auch über Tame. Also 224 ist das Höchste, was man tame kann. Jetzt übergetamed. Auch wenn es nur mit Eye Level ist. Scheiß drauf. Das heißt, wenn ich den jetzt noch paaren tue,
Der ist jetzt extra für MacGyver. Den haue ich jetzt mal hier zwischen. Vielleicht, wenn da ein blauer rauskommt. Also nach meiner Meinung müsste der auf jeden Fall über 2,24 kommen. Paaren wir den auch noch mal dazwischen. Braucht 2,5 Stunden. Ob wir das alles mitkriegen. Kommt drauf an, wie schnell die Zeit verfliegt. Du passt auch? Nö. Wir haben hier, komm, eine Runde voll alle durch. Einmal alle durch. Einmal um die Welt. Gib mir ein Traumschiff um die ganze Welt. Yeah. Wir wollen doch mal fahren hier. Was ist denn hier los? Guck mal, du machst auch nicht mit. Na. Dann müssen wir dich umstellen. Eine Runde paaren. Heute ist Paarungszeit. Frühlingsgefühle. So. Schade, ich dachte, dieses Spiegel-Update wird ein bisschen besser. Ich finde das schön. Ich dachte mir, irgendwann mal eine Spiegelwand zu machen. Aber die Spiegel funktioniert nur auf diese gewisse Reichweite wie hier. Man sieht das. Finde ich schon ganz nett, wenn sie spiegeln. Gehe ich näher ran, ich könnte mich gar nicht betrachten. Da verschwindet es. Ich dachte immer so schön, es gibt so einen kleinen Spiegel. Warte, hätte ich vielleicht tatsächlich Lust gehabt. Aber die Skins, die werden ja auch immer mehr. Man sieht das ja, MacGyver hat hier schon eine wunderschöne. Das sind alles nur Skins. Das sind die ganz normalen Dino-Tore. Bei uns ist nichts umgebaut worden. Aber mit der Wand wirklich sehr, sehr schön gelungen. So, die ersten Biebers dürfen jetzt auch schon gleich schwanger sein. Die Wildcard enttäuscht mich ehrlich. Nicht mal einen vernünftigen Oster-Event kriegen wir hin. Aber heute ist, glaube ich, der 1. April. Nein, wir machen natürlich keine April-Scherz. Das wollen wir auch gar nicht erst machen. Ich halte dafür davon eh nichts viel. Einige könnten da... Oh, du machst gar nicht mit, ne? Nö. Doch, der ist schwanger. Die, nicht der. LCS. So, sehr schön. Der soll ja heute irgendwann, ich schätze mal so gegen Abend, Scotch Earls rauskommen. Und da muss ich euch leider enttäuschen. Wir werden es eher erstmal wohl nicht spielen. Nicht möglich. Weil, was soll ich sagen? Die haben leider wohl und übelst nach Gigastrieb. So, die sind da fast alle schon im Tun und Machen. Guck mal, der Foxy hat ja was drinne. Was hat der Foxy hier drinne? So, da die erste Zucht ist am Machen. Oha, komm hier, komm, jetzt nehmen wir auch den ersten Pronto mit. Pronto, Pronto, Pronto. Komm hier, raus hier. Man kann echt in... 239 ist okay, ne? So, frieren wir mal kurz ein. Was war das andere noch für ein Ei? Bestimmt Blowbob, ne? Ne, guck mal, mit 254 kam auch noch raus, komm. Raus, mach dir das nicht gemütlich. So, jetzt noch mal zurück, einmal kurz auf Scotch Earls. Die haben die Übertragung für 60 Tage eingestellt. Das heißt, man kann sich weder transferieren, noch, noch Dino transferieren. Das heißt, man müsste da ganz von vorne wieder aufbauen. Das dürfte alles ein bisschen die Zeit überschreiten, die man da ständig reinstecken möchte. So, kurz mal was saufen. So. Gut. Die ersten Prontos. So, los geht es. Zack. Hoppla. So. Der erste steht hier. Der zweite habe ich hier rein. So. Zweimal grün. Ich brauche jetzt erstmal ein paar Beeren. Oh, was ist mit dir? Haben wir dich vergessen? Haben wir dich vergessen? Ich glaube, du wirst sterben. Oh Mann. So. Ein paar Beeren. Fangen wir doch an mit der Zucht. Ein guter Tag zu zwischen heute hier. Zack. Rein damit. Die ersten Bären sind da. Grün, grün, grün sind alle meine Kleine.
Grün, grün, grün ist alles, was ich hab. Hey, darauf lieb ich alles, was so grün ist. Ja. Ihr kennt die Kinderlieder noch, ne? So, das sind zwei verschiedene. Da ist ein leichter lila Stich hier drin, ne? Er ist weiß. Ganz weiß mit einem Blumenstrauß. Ja, die Pontos brauchen am erstens erstmal ein bisschen mehr Beeren. Die sind die Kisten, glaube ich, auch nicht alle ganz voll, ne? 100, 100, 100, sieht gut aus, 66. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an, mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran. So, machen wir die erstmal voll, so. Schön, wir haben's, ja, wir haben's. So, wollen wir mal noch die Beeren reinstecken. Immer rein damit. So, da haben wir schon mal da hinten jeweils ein Pronto stehen, die schon Jugendlicher weg waren. Zwei Prontos sind hier jetzt am Laufen. Am laufenden Band. Ja, schaut euch mal hier die Pronto-Reihe an. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück stehen hier zum Eier machen. Verschiedene Farben finde ich schon wirklich sehr, sehr gut. Der kann nicht, der ist. Und eine Stunde kann der Eier machen. 13 Stunden. Man hat ja anscheinend schon frische Eier gemacht. Oha. Nee, oder man hat vergessen, ihn auszustellen. Das ist nicht gut. Wenn der aber da hinten. Können wir doch einfach mal kurz schauen. Ich muss jetzt zurück zu meinen Brontos. Hallo, Giga. Da ist er versteckt. Da ist er versteckt. Und was haben wir? Ein Giga-Ei. Keine Prontos eingesammelt. Das ist ja auch vielleicht ein bisschen ungünstig. Wir könnten vielleicht einfach mal gucken, dass wir den nochmal. Komm, können wir es Nahkampf leveln tun. Aber ich glaube, dass die Reichweite reicht nicht aus, um da überhaupt weiter größer zu kommen. Bekommen. MacGyver steht hier und macht ein. Terizino, der orange ist. Okay. Very nice. Hier sind Pagaras ja auch fertig. Ich weiß gar nicht, ob sie schon geguckt haben. Da könnte der eine oder andere größere Gara noch mal rauskommt. 3,35 könnte schlüpfen. Oder halt neue Mutter. Was haben wir denn hier noch? Oh, alle kleine Prontos eigentlich. Komm, komm. Ich mach gerade Prontos. Die sind zwar gerade am Verhungern, aber egal. Guck mal, wir haben noch einen lila, noch einen blauen, roten. 2,49, den nehmen wir doch mit. Scheiß Zigarette, Asche weg, so. Der nächste Pronto. Hier, den stellen wir dazu. So, dass wir aber noch durchkommen. So, kriegt ihr auch Abwehr ankommen. Wir machen ja eine Karawane. Die Karawane zieht weiter. Der Foxy hat Durst. Der Foxy hat da. Oh, cool, was? Hast du Bären gar nicht gegessen? Guck mal, die brauchen wir doch nicht so einfach. So, guck mal, läuft. Ja, er lebt mal. Jetzt pressen die natürlich. Jedes Mal, wenn neue Bären reinsetzen, pressen die. Irgendwas hat der Weg, hat nach meiner Meinung auch nicht so ganz hingekriegt. Einen leichten Fehler gebaut. Immer an dran denken, die gehen aus Foxy City, ne? Eine Tasse existiert noch, so wie mein T-Shirt Ark Survival Evolved. Ja, nicht Evolved. Essentials. Das sind wir schon wieder bei alten Arbeiter. Eigentlich gibt es auch neue Mods, wo ich eigentlich auch mal ein bisschen rumnörgeln wollte. Zum Teil ist es. Bisschen frech, was Wilkat da macht.
Da habe ich noch gar nicht weiter geguckt. Ich habe neulich gestern eine Mutt gesehen. Da kann man sich ein neues Tier einbauen lassen. Also eine neue Tiermutt machen. Was mich verblüfft hat, der kostet 5 Euro. Ein Tier zu installieren. Das gilt jetzt nicht für unseren Server. Da muss man einen Mutt-Server reingehen. Aber alleine schon. Stell dir mal vor, Milka sagt, ich mache jetzt eine Mutt-Karte für 10 Euro. Und dieses Tier muss auch. Ich bin mir nicht mehr so sicher, weil du denn nicht mehr handeln kannst, ob ich die haben möchte oder nicht. Finde ich das schon mehr oder weniger so langsam dreist. Denn können sie jetzt ja weiter Tiere machen und sagen, oh komm, machen wir 5 Euro draus. Die kaufen sie ja dann schon. Und, oder die spielen die mit mir weiter. Ich glaube, das könnte hart werden. Und da ist jetzt die Frage, wie macht Wilkart jetzt Geld? Da ist so die nächste Frage, wie man das machen kann. So kann man es natürlich auch hinkriegen. Es gibt der eine oder andere, die ich gerne mal ausprobieren möchte. Es gibt da zum Beispiel auch Wife the Night. Ist nicht das Spiel, sondern ein Mutter davon, das nennt man auch so. Da kommen alle Tage eine Zombie-Horde an Dinosaurier. Muss man sich einfach mal bildlich vorstellen. Hammer. Das ist gar nicht auch wieder nur sagen, ist was für echte Profis müsste man schon sagen, damit man weiß ungefähr, was da abgeht. Immer so nebenbei ein paar Mods. Ich bin also immer auf ein bisschen auf dem Laufenden, was so Neues gibt. So, was haben wir hier? Mein Ankylo ist bald fertig. Mein Bollerino ist fertig. Ich war gestern noch auf der Suche auf dem 9. Aber eigentlich sind wir eigentlich zu weit, normalerweise vielleicht mal selber was zu kriegen. Aber im Moment keine Chance, was zu an eigene Farbmutation. Aber ist bereit. Der noch nicht. Der auch noch nicht. So, ich mag ja so gerne, wenn man vielleicht auch was Eigenes reinbekommt. Könnte vielleicht passieren noch, müsste man schauen, was hier Sache ist. Wie gesagt, alles Weibchen. Männchen ist eingefroren. Das heißt, wenn ich die mal machen möchte, dann kann man das durchaus gerne mal durchziehen. So, die Bibers brauchen alle jetzt 2,5 Stunden. Ist schön am Tun und Machen. Alle dabei. So. So. Ich darf meine Tierchen nicht vergessen. Und noch ein paar Bären. Wie man sieht, das ist ordentlich was los. Mit Bären. Füttern und so. So, der Bollerino ist dann auch weg auf dieser Ecke. So bekomme ich bald ein bisschen Platz hier. Hier ist noch ein Kaniterium. Oh, der ist auch bald fertig. Hier ein bisschen rein, ein bisschen aktuell halten. Ich weiß gar nicht, ob dieses Gemüse, was ich hier reingesetzt habe, besser funktioniert, so dass sie nicht zu viel verbrauchen. Weiß ich nicht, ich muss was trinken, ich muss was essen. Eieiei. Ich weiß gar nicht, wo unsere ganzen Dirties sind. So eine Runde Dirty Kuros wäre vielleicht auch mal ganz nett. Okay. Der hat sehr, sehr gut funktioniert. Das war ein Low-Level. Das ist Eventfarbe. Die Schnut. Der kleine Fruchtzwerg.
Ja. Ach, der wird gemacht. Oh, er ist so gefüttert, Kleiner. Ja. Hier ist noch einer, 2,42. Das ist, egal, was gesagt hat. Nee, der hat halt den Leben nicht reingekriegt. Keine 7000 Leben. Aber das ist unser Höchster. Wir stehen normalerweise bei 2,40. Der ist Level 2,42. Sehr gut. Sehr gute Arbeit. Hier sind auch noch, hier schwärmen die Libellen. Mi, 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 mi. Mi, 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 mi. Mi, 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 mi. Guck mal, meine Raptoren sind auch fertig. Wollen wir? Ja, komm, komm. Wie kommen wir mal? Wir wollen. Heißt drauf. Einfach mal hier Paarung bereit. Paarung bereit. Komm, einfach was rausschmeißen, den Dreck. Vielleicht gibt es auch eine eigene Paarung dazu. Das müssen wir warten, bis die Eier da erst gemacht werden, weil wir haben ja nicht überall Ubi-Ratte gekriegt, sowieso keine hingestellt, ohne dass dann mit der Brutkammer hier alles. Obwohl, die Brutkammer ist ja eigentlich gar nicht mehr so in Gebrauch. Richtig, ich hatte gestern ein Ei in der Brutkammer, den habe ich hier reingeschmissen. Der war dann bestimmt hier. Hier ist nämlich der Frische drinne. Ist das nur meine Kaffeemaschine? Nicht erschrecken, Freunde, nicht erschrecken, ganz ruhig. Daumen drücken, Freunde. Ein grüner mit rot. Oh, die Level werden auch immer kleiner von den Gigas. Eieiei. 2,45. Uninteressant. Ich brauche was Neues. Ich will einen neuen Giga. Und mein Spiel. Oh, ne, hat sich. Oh, ich wollte schon gerade sagen, hat sich aufgehangen. Hat er sehr. Gott sei Dank. So, die Raptoren sind immer noch am Tun und Machen. So. Das schalten wir mal ab. Es läuft. Und drüber und weg. So. Wo ich den reinhau. So, zack, zack und aktivieren. Aktivieren. Active one, active two. So, läuft das. Und nicht anders. Ja. Da hab ich Kacke in mein Inventar. So, das bin ich scheiße. Ein paar Birnen. So. Gott sei Dank, ich weiß ja selber, die Brontos sterben nicht gleich sofort. Guck mal, hat sowieso noch voll. Das ist Hammer.
Die nehmen irgendwie ein Intervall von einer Minute oder so, dass sie erst eine Ladung nehmen und danach nicht mehr. So. Die nächsten Brontos, so. Sind gefüttert. Läuft. Jetzt haben wir nur noch grüne. Noch einen blauen. Wir noch einen Bronto suchen? Kann ich noch Ei machen? Da weiß ich denn wieder nicht. Hier, das ist MacGyvers. Das ist Hexe. Klaue ich nichts. Bei raus. Ich habe hier oben noch was versteckt. Ich weiß gar nicht, ob da noch was drin ist. Das ist mein erster. Nee, da ist nichts mehr drin. Da ist nichts. Was ist da alles drin? Terrys? Auch nichts mehr Vernünftiges drin. Jetzt maul ich aber gleich. Aber gleich aber so richtig. Ah ja, guck mal. Heimlich, still und heimlich hier hinten gepaart gehabt. Rot, grün, grün und alles. Und warum gibt es eigentlich keine eigene Farbmutation? Dauert alles noch. Halleluja. Na, warte mal. Was mache ich eigentlich? Die da hinten sind doch fast alle fertig, bis meine durch sind. Dauert ja auch alles noch. Da fällt mir doch noch was ein. Da fällt mir was ein, was ich machen kann. Jugendliche Brontos. Das ist rot. Rot wollen wir nicht. Guck mal. Komplett andere Farbe. Komm. Ein Jugendlicher. Einfach raus damit. Hier hinten. Ach ja, die sind doch hier schon alle fast groß. Ich habe hier noch keine Jugendliche. Dann wird es doch mal Zeit, dass hier ein Jugendlicher reinkommt. Kann doch arbeiten. Zack. Hallo. Oh, komm schon, Baby. Ja, komm her. Du passt doch hier. Zack. Auch nicht. Was stellt ihr euch denn jetzt so an? Hier muss doch irgendwo Platz für mich sein. Aha. Der alles jugendliche Protos, guck mal, ich brauche da nichts mehr zu füttern oder so. Der kann hier schon mal wachsen. Hier gehen ja bald hoffentlich die ersten weg. So. Immer rin mit die Brontos. Läuft. Das ist gar nicht mal so schlecht. So, jetzt muss ich aber noch was tun. Wie ich das gestern auch gemacht habe. Ich bin ja hier ein Tun und Machen. Da muss ich natürlich auch ein bisschen Tun und Machen und ein bisschen aktuell halten hier alles. Kein Bronto ist gestorben über Nacht. Das ist echt der Wahnsinn. Boah, die Futterkiste war auch schon wieder gut geleert. Funktioniert alles, was ich gemacht habe gestern. Der Abbruntus hingestellt hier. Man muss eine neue Bären holen. Eieiei. Aber wie gestern auch. Immer frisch. Nicht doch schon wieder lecken.
Ich bin stolz auf mich, glaube ich. Was ich hier alles tue. %, super. Den hatte ich gestern auch so zum Spaß noch einfach dahingestellt. Gestern. Deswegen ist er noch fertig, kurz bevor ich so im Bett gegangen bin. Einfach weg. So, jetzt schnell die Beeren holen. So, ich habe da noch ein bisschen. Ich bin mal ein bisschen unter Stress. So, ein bisschen darf man, ne? Hast du noch Beeren? Guck mal, hat noch reichlich Beeren. Okay, sehr schön. Brauche ich. Brauche ich, brauche ich, brauche ich. Immer wieder Kisten voll halten. So. Und hier können wir mal schnell meine Ladung holen. Da gehe ich immer hier so in meine Ecke, hier in diese Dinge. Da kriegt man relativ gut, wie man da sieht, zusammen. Da brauche ich jetzt keine 5 Stunden Bärenfarm. So, auf jeden Fall sehr, sehr gut. Hoffe ich doch, dass ich einen sehr guten Job mache. Warte, da vorne ist auch nur auch noch ein Büschel. Die Büschel, wie gesagt, gibt es relativ gut Beeren. Eine Bollerino ist damit auch recht gut. So, das dürfte gleich erstmal ein bisschen reichen. Den ganzen Dreck muss natürlich auch weggeschmissen werden, was ich gleich noch im Inventar habe. You have, da schreibt einer gerade, 16 Stunden tomorrow. Ich glaube, der meint allgemein. Kann sein, dass der Gigaraptor 16 Stunden braucht bei 3x. Könnte durchaus sein. Aber wir werden hier bald ein bisschen Ruhe haben auf dem Server. Das liegt denn daran, wenn erstmal Scorch Earth rauskommt. Die warten schon alle so sehnsüchtig, die haben alle schon geschrieben. Kann natürlich auch sein, dass sie alle sehr enttäuscht sind, weil man nicht mehr transferieren kann. Also ich gehe mal von aus, die Leute sind auch anderes gewohnt und anderes geplant gewesen. Weil wenn man hätte transferieren können, hätte ich gar keine gute Idee. Rüber, Dracheneier holen, hier erstmal ausbrüten lassen. Sehr schön. Leider ist es nicht der Fall. Schade, schade, schade. Da muss ich schon sagen, bin ich auch ein bisschen enttäuscht drüber. So, dass Wilkatsch schon sowas mache und aus diesem Grund, da wird es genannt wegen Fairness. Ich weiß immer nie so ganz, wo da der Fairness ist, wenn sie denn nach 60 Tagen das freischalten, alle, die sowieso so gut sind wie jetzt. Das hat dann mit Fairness auch nichts mehr zu tun, die haben doch dann genau das gleiche wie später auch. Macht nach meiner Meinung alles gar keinen Sinn. Bleibt auch nicht sehr viel fair und es ist ja so auch Fairness halber. Gut, einige sind ein bisschen weiter als so, aber das wird immer so sein. Kommt immer drauf an, wie weit man gespielt hat. Daher kann ich das so mit dieses Fairness halber da gar nicht so nachvollziehen. Weil wenn du so schon, so ist, dass einige größer sind als andere, das wird ja dann nicht enden. Das wird ja genauso weit sein. Ich wollte so schön rüber mit die Rexe einmal kurz den Manticore durchziehen und Pete, wolltest du eigentlich mal Artefakte holen, dass wir mal wieder was liegen haben?
Oha, ich bin ja gerade live, da wird ja eh nix. Schreibt gerade, Freunde. Ich schreibe gerade im Livestream, hole ich eh keine Artefakte. Wenn ich jetzt Artefakte hole, du, das wird langweilig für euch, weil ich den immer gleich so 5 Stück hole oder sowas. Und das muss nicht sein. So, ich schau mal nach MacGyvers Wölfen nach. Ich habe garantiert irgendwas an Wolf. Wolf, 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 wie ein Wolf in der Nacht. Der auf der Lauer sitzt im Fach. Tü, 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 tüla. Warte mal. Warte, warte. Nee, nee. Also trotzdem seinen Wolf kriegen. Er braucht ja sowieso mal einen Wolf. Wölfe hier oder was? Wo sind meine Wölfe? Dir Wolf. Weiblich. Werbatu. Eieiei. Wo sind da alle meine Wölfe? So. Okay. Das sind eigentlich mehr oder weniger die besten, die ich habe. Im Moment, also, dürfte ja jetzt nicht so, ja. So, dann wollen wir doch mal. Setzen. Läuft. Sehr schön. Gut, die Pontos laufen. So, der
Die Wölfe sind am Machen. Also zumindest ein Wolf-Pärchen. Wer weiß. Wieso? Also bei mir wird es auch immer schlimmer. Guck, ich mal die spitze Schnauze an. Hallo, Wolf? Mach mal Struktur mal bitte aktualisieren, ja? Du hast ja eine ganz spitze Nase. Wird nix? Ne? Pendelst du nicht ein? Ne? Ach du Schande. So, wie lange braucht denn ein Wolf? Der ist gleich fertig, das Weibchen. Und wir haben 1,5 Stunden. Okay. Die Bibers brauchen noch 2 Stunden knapp. Brontos sind am Tun und Machen. Hier ist der Terry. Ach ja. Na, Bronto, schön wachsen, ne? Schön wachsi-wachsi machen. So. Hol ich einfach mal hier so rein, damit die Futterkiste erstmal voll bleibt. Wird eh im Moment nicht viel gegessen. Das ist der ein jugendlicher Bronto, den ich rausgeworfen habe. Der alle sind schon weit über 50%. Ab 50 geht so langsam runter mit der Nahrung. Und da sie schon 80 sind, kann man so immer gucken, der hat 79, man sieht, die Nahrung, die geht schon in 1er-Schritten runter, nicht mehr in 100 Schritten oder so. Das ist schon wirklich very nice. Wasserbase ist erstmal bei uns mal ganz grob geschlossen. Ich mache im Moment gar kein Wassertier. Könnte man natürlich noch machen, sollte man vielleicht auch noch tun. Lohnt sich vielleicht noch. Guck mal, ich kuschel jetzt einfach mit dem Pronto, nur weil ich es kann. So. Das ist hier nicht wichtig, beim Pronto mit denen zu spielen. Ich spiele auch nicht, wenn es kuscheln ist. Drücke ich einfach mal drauf. So, der, mein Giga ist ja durch eigentlich mit Prägung. Valerino würde ich auch gerne weitermachen. Aber alle. Nö, das ist bloß nicht immer dieses Getrennte. Dann vergisst man nur die Hälfte. So, Wolf ist da. Eier sind am Thron. Jetzt will ich einmal ganz kurz. Ja, komm, wir machen's. Ist das meiner? Red Fox. Okay, komm, wir machen. Einmal ganz kurz rüber hier. Zack. Dum, dum, dum. So. Halt er die hoch. Wir gehen mal hier oben hin in der Ecke. Eine Runde Transformation. Und da, wir haben einen Biber. Ist zwar jetzt kein Eventfarbe, aber ich suche einen weiblichen 150 bis 145. 95, das ist zu wenig. Und das war der 20er, super. Du bist der 95er. Ich hätte beinahe. Das passt schon. Hätte ja auch ein 150er sein können. So. Ich will ja Bibers noch ein bisschen höher kriegen. Also diese 27. Was stockt das denn hier? Aua. Piranha. Gut, ich hab das Teil. Hab das Zement immer mitnehmen.
So, hier spawnt immer nur zwei Bibers. Das hat sich denn so gut wie erledigt. Oh, guck mal diesen Twig an. Aber Twig zählt man erst, wenn man auf eine neue Map spielt oder so. Das ist der Twig wirklich ein Tier. Danach sind sie leider nicht mehr so, ja, so zu gebrauchen. Okay, man kann mit denen gut Bären sammeln. Vielleicht sollte ich mir einfach mal zum Spaß. Ja, wir haben Rolli-Riemen und so. Nur für Bären sammeln. Zum Spaß so schön zwei High-Level, so noch ein Pärchen wieder dazu holen. Weiß nicht. Gut, erstmal wieder zurück. Ich war gucken nach Biber. Nichts. Hier sind die größte Chance. Da hinten ist noch ein Biber. Aber die sind immer da so relativ und. Ich bin ja am Tun und Machen und kann jetzt hier nicht den ganzen Fluss nochmal längs fliegen und nur hoffen, dass ich einen Biber finde. Da, wo die Biberdämme sind, hatte ich ja auch relativ wenig erledigt, dass da noch was passiert. Das ist die einzige Ecke, wo relativ immer noch zwei Bibers auftauchen. Da habe ich auch diesen 150er geschossen. So. Komm, gehen wir ruhig. Große Tech Base. So, hier bin ich wieder. Zack. Kurz wieder Bären voll machen. Schlückchen Wasser trinken. Wie man sieht, ich verbrauche reichlich Bären. Habe ich ja schon gestern gemerkt, wie ich die Prontos gemacht habe. Weil die ja auch sehr viel essen und demmaßen, ob du mehr man draußen stehen habe, ob zu schnell gehen auch die Futterkisten natürlich leer. Da habe ich auch in jeder Ecke und Kante Prontos stehen. Bin froh, dass sie mir über Nacht nicht verreckt sind, weil die Futterkiste leer war. Oh. Ein paar Prontos abarbeiten. Das ist so jetzt mein Sinn. Ihr habt ja gesehen, ich habe die Jugendlichen jeweils einen hier hingestellt. Man hat so die Jugendlichen bei 3x, da lohnt sich das wirklich mal ein kleines bisschen abzuarbeiten. Und auch die Dinge neu ausschlüpfen lassen. Gestern sind ganze 9 Stück gestorben durch die Libellen, die da hier alle in der Brutkammer drin stehen. Daher machen wir ja auch die Prontos. In meiner ganzen A-Karriere habe ich nie so viele Prontos gemacht wie in den letzten Tagen. Da fällt mir ein, wir können hier auch ruhig nochmal das Zement rausholen. Und die immer mal. Scheiß drauf, ist ja nur Zement. Das ist hier diese Paste. Ich könnte theoretisch auch ein paar Kuchen herstellen. So viel essen die Dinger nicht. So sagen wir mal so 20 Kuchen und mach hin hier 10 Schnecken einfach mal laufen lassen, immer sammeln, bis sie verrecken. Und dann kommt man auch relativ mal ordentlich an Zement ran. So einen ganzen Stapel wäre auch mal eine Möglichkeit. Sieh hier gerade, du hast noch ein Pronto-Ei für mich. Ey, nicht aufsteigen. Wirst du dann wahnsinnig? Komm, noch ein Pronto raus hier, komm. Nicht so, so, komm, jetzt raus da mit dir. Schmeiß ihn weg da. So. Raus dann mit dir. So. Ein Blauen. Komm. Hast du meine Sammlung? Ein Blauen. Komm. Auch noch mit dir. So. Sehr schön. Läuft. Jetzt alles ein bisschen komisch. So. Guck euch diesen Schwarzen an. Der ist wirklich sehr, sehr schön. Dieser Riemen. Gefällt mir. Gefällt mir. Gefällt mich. Schauen wir einfach erstmal so hier hin, komm. In Reihung glitt. Warum? Was ist? So. Da, warum schmeißt ihr nicht da hinten raus?
muss ich alles nicht verstehen. WhatsApp, Snapchat, hier schreiben die alle WhatsApp. Snapchat, das sind alles Chatsprogramme. Die wollen sich wohl untereinander kennenlernen. Sehr gut, wenn sie sowas machen. So. Ja. Schmeiß her die Birnen. Ich brauche die. Ich will haben. Der hat eine neue Mutation, der hat da so einen ganz komischen Blau mit drin, ne? Kann ich so alles jetzt gar nicht so richtig nachvollziehen. Der hat null auf Leben, null auf... Ja, immer diese Sauerstoff, die ganzen Libellen, die wir haben, die haben die Mutation auch ständig auf Sauerstoff. Der hat keine neue Mutation bekommen. Einer davon ist auf Leben, irgendwo mal gewesen gestern, auf den Prontos. Aber sonst im Grunde genommen echt mies. Ist eigentlich nicht schön. Immer nur auf Sauerstoff. Das heißt natürlich, wenn die Libelle eine Mutation einbekommt, dann natürlich auf Sauerstoff. Kann ich euch gerne mal zeigen. Da habe ich so kontrolliert. Obwohl die schon alle von 8 mit 10 waren, das liegt daran, weil wir Libellen, die Prontos machen, immer wieder die alten behalten, die hochleveligen weg und so weiter, alles so wie hier zum Beispiel. Der hat auf jeden Fall eine Mutation auf Leben drauf. Das ist schon mal ganz gut. Der hatte also, ja. Aber sonst war nicht viel. Okay, man kann mit die tauchen, daher ist hier Mutation auf Sauerstoff. Mutation auf. Ja, er hat noch nicht mal eine Mutation reingekriegt. Es ist wirklich, wirklich traurig, wie es mit den Libellen sind. Wir brauchen dringend Prontos, um vielleicht noch höher zu gehen, mit Mutation. Aber ich merke schon, die Mutation von den Prontos ist auch nicht gerade immer so einfach. Vielleicht müsste man doch tatsächlich mal hochlevelig schießen, gerade in eventmäßig mal eine neue Farbe rein. Wir dürften Prontos gar nicht mehr jetzt so oft austauschen. Ich meine, die sind High Level, um vielleicht mal Mutation reinzukriegen. Ahnanzeigen. Guck mal, lohnt sich. 7 zu 2. Da passt auf jeden Fall noch was rein als Mutation. Was haben wir denn hier? 8 zu 10. Ah, das ist nur eine Zucht. Wenn er da drin ist, dann hat sich's erledigt. Ja, hier passt noch was rein. Wir dürfen die Zuchtlinie bloß jetzt nicht weiter so, oh, da stelle ich wieder was Neues hin. Ist alles nicht mehr sehr gut. Dieser rote hier zum Beispiel, der ist bestimmt nicht mehr so fein, oder? 8 zu 9. Ja, sag ich ja, das ist schon... Ein frisches Weibchen wäre vielleicht nicht ganz verkehrt. Aber das Problem ist, wenn ich sage frisches Weibchen, das müsste mindestens... Nee, eigentlich nicht mindestens, das sollte schon 150 sein, sonst haben wir uns da 145. Oh, wie soll ich sagen? So eine Sache für sich. Guck mal, ich könnte theoretisch auch. Warum arbeite ich nicht wie MacGyver mit dem Vogel? Eigentlich nur so rauf und dann keinen Stress mit rumlaufen, einfach nur so rein und fertig. Nein, ich züchte die so, immer schön. Was ist denn mit dir? Guck mal, hier ist noch eine. Guck mal. Hallo? Der ist ein bisschen anders, der ist auch schon wieder dieses Blau. Hallo David. Ich grüße dich.
Eieiei. Na David, was machst du so Schönes? Guck mal, schöne schwarze Vögel. Toll, gefällt mir. So, einmal hier rein. Einmal hier rein. Super. Läuft. Zement haben wir. Was will ich eigentlich mit dem Zement? Komm. Komm, wir machen jetzt mal was. Einfach tun. Egal, wird jetzt hoffentlich noch auf dem Vogel, dann kann er noch ein bisschen verpumpen auf dem Vogel. So. Mal 300 Polymer machen. Das ist, so, brauchen wir so nicht. Was ist das hier? Schaut mich nicht so an, Prontos. Ganz ruhig. Was soll das? Was ist hier eigentlich los mit mir? Die kann ich eh nicht alle stehen lassen. Gestern war hier wirklich ganz schön heftig, was ich mit den Prontos gemacht habe. Nur Stress. David, ich habe hier ein Tier stehen. Den brauche ich nicht. Der war mal Weibchen, jetzt ist er Männchen. Ark hat ja immer so seine kleinen, ja, also ich sagen, Macken. Daher brauche ich den gar nicht. Theoretisch könntest du den an Kilo gerne züchten, was sonst? kannst du gerne dir mal abholen, wenn du willst, weil er Männchen ist, kannst du mal deine ganzen Ankylos durchpaaren. Den brauche ich nicht, der nimmt uns eigentlich nur Platz weg, den könnte ich auch einfrieren, aber der ist halt nicht, ja, er hat 430 Gewicht, der ist einfach nicht gut genug für Farm. Und der Männchen, den hatte ich nur, weil es ein Weibchen war, um mehr Eier zu machen. Aber so ist er jetzt zum Männchen geworden. Schau dir den Nahkampfschaden an. Schau ihn dir an. Wenn du da nichts Besseres hast, wäre es vielleicht mal für dich vielleicht gar nicht mal so schlecht. Sonst ist er so gesehen im Moment nicht wirklich so gebrauchen. Weiß ich nicht, ob du sowas haben willst. Gerne, dann komme ich später rüber. So. Also mal eine Runde durchfüttern. Ich hasse sowas, wenn Tiere Geschlechtsumwandlung machen. Wirklich. Mag sowas nicht. Guck mal, da sind schon. Ich bin aber noch nicht ganz so. Da sind unsere so, da kriegen wir Gewicht schon mit rein, aber läuft auch alles immer zu schleppen, weil wir keine neue Mutation reinkriegen können mehr mit diesen Viecher. Vielleicht sollte ich mir auch mal einen neuen abmutierten Ankylo suchen. So mal so 150 oder so. Aber auch da, wenn man da wieder reinzüchtet, dann wird das gleiche Problem mit die Viecher reinkommen. 28, 33, es passiert da nichts mehr. Ja. Ich bin ja schon dabei, der Ankylo wird nachher weg. Und guck dir mal an hier, was ich schönes hab, David. Schau dir das an. Ist das nicht eine geile Farbe? MacGyver wartet, glaube ich, auf ein Vieh. Er will sich den ja mal machen. Aber ich glaube, er wartet da auf ein spezielles Tierchen. Weibchen, schätze ich mal, weil wir werden ja wohl Weibchen haben. Hier, dem Eisen? Ach, der kann nicht. So, er hat schon alles wieder verbraucht. Ja, ich habe den 242 Vogel gesehen. Ist natürlich wirklich irre. Sehr gut. Ich glaube, das ist noch ein bisschen früh, aber ich guck noch mal kurz.
Heute Nachmittag spawnt ja nichts mehr. Da zocken wir wieder alle. Das ist immer Vormittag noch am einfachsten. Wir gehen mal hier oben wieder hin. Nochmal kurz gucken. David, du kannst mir auch gerne mal was vorbeibringen. Ein komplett getamten 150er, also dass er auch 224 Level ist, Weibchen als Biber. So, ich glaube, du weißt bis jetzt so gar nicht. So gerade so 150er zu finden, ist nicht immer so einfach hier auf dem Server. Obwohl, es gibt ja auch bald die Tony Dragon. Innerhalb des Laufe des Tages. Theoretisch gesehen, wir werden es erst morgen Vormittag haben. Aber was sollen wir damit, wenn wir das nicht transferieren? 60 Tage, die Leute wollen mich hier echt verarschen. 60 Tage, dass sie den Transfer geschlossen. Das ist doch bescheuert. Mein Lieber? Biber, hallo? Bitte. Bitte. Nö. Ich finde kein 150er Biber, ich weiß. Einen habe ich gefunden, der war Gott sei Dank männlich. Ich hole den gelben Strahl. Einfach mal zum Gucken jetzt. Was wird da getamed? Oh, ich nehme die mal mit, ja, die Anoniten. Vielleicht, was wir doch noch heute. Ein Känguru. Känguru. Level 55. Ei. Ja, gar nicht mal so dumme Idee. Hier wurde schon tatsächlich öfters nach Kängurus gefragt, weil die sind hier so sau selten auf dem Server. Heftig. So, ich fliege jetzt aber nach Hause. Ich nehme jetzt mal nicht den Teleporter. Die braucht das halt ein bisschen. Komm, ein kleines bisschen halten die. Ich fliege jetzt unterdessen. Dann hole ich mir jetzt noch 150er Libelle noch dazu. Und dann sind wir alle glücklich und zufrieden. Daher fliege ich jetzt Richtung Sumpf nach Hause. So, David, deine Meinung. Wie findest du das wunderschöne Oster-Event? Oha! Level 40 und interessant. Nicht schön. Daher, wenn ein Pronto in Farbe, dann nochmal schön 150. Ich bin wählerisch, aber so richtig wählerisch. Kennt man schon von mir, ne? Oh, schöner Petri. Brauche ich gar nicht. Kannst du eh nicht transferieren. Hier ist ein Wasserfall normalerweise. Ein grüner Biber. Level 10. Meine Güte, nicht so hoch bitte, die Bibers. Immer muss er hochfliegen, diese scheiß Libelle. Die das auch mal sperren. So, nehmen wir das Zement noch. Oh, nicht so viel Zement. Ach komm schon, was ist denn hier? Heute ist er richtig geizig. Noch ein Biberdamm. Was haben wir denn? Für mich kein Oster-Event. Nein, wir haben das Oster-Event, muss ich mal ganz kurz sagen, tatsächlich weggelassen. Ah, hier haben wir ein bisschen Zement. Sehr schön. Wir haben kein Oster-Event gemacht.
eigentlich sehr traurig für das, was sie alles versprochen haben, Wilkan. Mich wundert das wirklich, dass die Leute nicht so langsam auf die Barrikaden gehen. So ein Hund schreien oder so. Ich meine nur, wir haben alle oha, der ist auch schön. Wir haben alle extra... Es ist ein Farbevent, mehr ist das nicht. Ja, wie du siehst, ich habe keinen Nebel. Wie du siehst, der Nebel baut sich auch unten auf. Ich spiele auch super, 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 super low. Das sieht nur so klar aus, weil du siehst von hinten Nebel, aber von vorne an nichts. Ich habe ihn einfach nicht weiter umgestellt. Bei mir seit dem neuen PC, weil ich im Wasser einfach erstmal gucken konnte. Läuft alles schneller bei mir. Oha. Ja, ich spiele ja auch auf Super Low. Ich könnte dir theoretisch sagen, wie du das hinkriegen könntest. Aber ob du das so haben willst, weiß ich nicht. Weil du hast die Wölfe von Kret gar nicht gesehen. Dafür habe ich spitze Wölfe. Ja, Schnauze. Gott sei Dank nur bei den Wölfen kann ich mit leben. So, wo ich schon mal hier bin. Bronto, was haben wir? 60. Witziger Dierbär. Alles immer nur so ein kleines blödes Papi. Band. Guck mal, grün. 10. Ich finde ja die Schlossstruktur sehr geil. Das muss ich euch gleich mal zeigen. Warte mal, ich bin noch verkehrt. Ich wollte doch hier rüber. Na super. Habe ich wieder toll hingekriegt. Ich wollte doch ja gar nicht hier. Ich wollte gleich unter das Nummer nach eine Libelle. So kann man ganz kurz Lucky machen. Scheiß auf die Brontos, auch wenn sie verrecken. Ja, egal. So schnell verrecken die nicht. Immerhin hatten die Brontos da hinten heute Morgen eine leere Futterkiste und die stehen alle noch. Da war nichts mehr. Gar nichts. Alles leer. Die Futterkisten komplett weg. Okay, ich übertreibe es auch mit dem Konto. Warum fliegst du jetzt so langsam? Was ist denn los mit dir, Libelle? Du hast doch Turbo an. Was? Hallo? Also, bei mir ist das Spiel völlig kaputt. Ich habe das Gefühl, die fliegt sau langsam. Achso, du hast auch ein bisschen schwer. Du hast ein bisschen schwer, okay. Komm her, das Fell geht mal weg. So, ein kleines bisschen wegnehmen hier. Den Kram. Oh, Gammelfleisch. Weg. Nicht die Pronto-Flosse. Spino-Flosse. Bist du denn Bescheid? Na, auch nicht sehr viel schneller. Klappt, Freunde, klappt. So, einmal so Richtung Sumpf. Vielleicht finden wir jetzt eine 150er Libelle. Jetzt kommt gleich wieder. Oh, er mit seiner 150. Ja, man ist jetzt mittlerweile sehr wählerisch. Ich muss nochmal hier zurück. Weit vorne. Eine Runde Lugi-Lugi machen hier. Wenn man schon mal hier ist auf der Ecke, ne?
Ja, guck mal, der Schatten, der baut sich bei mir, ist unterhalb eines Meters auf. Und ich glaube nicht, dass du das so willst. Das wolltest du ja schon damals nicht. Spitze Schnauzen und so. Ach, keine Libelle. Komm schon. Hallo? Komm, eine. Uno. Uno. Du. Drei. Sag mir, quando, sag mir. Hallo Richard, ich grüße dich. Moin, moin. Libelle, wow. Libelle, ich habe schon wieder keine Ausdauer mehr. Mann, 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 du. Die hier, ne? Die finde ich auch richtig nice. Die haben sie verändert. Die glitzert jetzt so schön. Die Vibe und. Ja. Ja. Kostet aber dementsprechend auch. Sorry, ist okay. Mein Englisch ist bad. Ja, mir erkläre ich denen jetzt, dass es mir leid tut, dass ich nicht nebenbei. Das wäre natürlich wirklich sehr, sehr schön, wenn ich wirklich Englisch könnte. Könnte ich mal bei solchen Sachen mal sagen, auch mal mit denen auf Englisch schnacken oder so. I play offiziellen Server PvE. I play not PvP. The PvP is unfair. Zwischendurch darf man sich vielleicht sollte man sich zwischendurch mal wieder so eine gönnen. Statt die andere. Die ist ein bisschen fester beim Ziehen und so. Ah, das sind so die Togo. Avesom. Oh, ich weiß nicht, was das bedeutet. Freunde, ich brauche jetzt irgendjemand, der mir da unterstützt. Keine Ahnung, was das bedeutet. Sorry. Keine Libelle. Was für ein Geizhals dieser Server hier. Leute, aktiviert Bushmaskotch, also deswegen alle weg hier. Die haben sich schon gefreut wie am Spieß. Also jedes Mal, wenn ein Update kommt. Oh, Scotch-Ass, Scotch-Ass, Scotch-Ass. You play as Scotch. No, ich gucke euch das an. Es sieht so geil aus mit dieser Struktur. Dieses Schlossstruktur. Gerade diese Ecke ist einfach der Wahnsinn. Wie Megawa die Dino-Tore. No, I play not Scorched Earth. Heißt großartig, so in der Richtung. Danke, Kai. Erstmal herzlich willkommen. The transfer is not active. Daher werde ich ja Scotch es nicht spielen. Vielleicht ein Video machen. Vielleicht gehe ich live. Wie you know when the update? Wer weiß, ob das Update, wann das Update kommt. Heute sowieso nicht bei uns. Falls sie das nicht wieder verschieben, ich weiß das immer nicht so ganz. Das ist Wildcard. Und der 1. April. Ist heute der 1.? Oder ist heute der 31.? Ich weiß das gar nicht. Kann ich jetzt so auf mein Handy nicht sehen. Ich bin einfach blöd. So.
Jetzt aber dringend zu meinen Tierchen. Jetzt aber zu meinen Tierchen. Lebst du noch? Nichts mehr zu essen. Oh, hier, jetzt hast du. Gott sei Dank, die Brontos halten einfach aus. Sie brauchen nichts zu essen. Jetzt wird schon... Das versagte Stimme schon. So. Hier, du kriegst auch noch was. Ich brauche mehr. Eieieiei. Ja, ich werde wohl auf Scotch Earth einen Livestream natürlich nicht. Kannst dich im April schicken lassen. Ich werde wohl tatsächlich einmal so einen Server so suchen und einmal live gehen. Ich werde aber mich persönlich als Figur nicht transferieren. Das wird nur wie Hektik sein, wieder zurück zu transferieren. Ich bin natürlich neugierig, wie die Map aussieht. Da werde ich wohl mal ein kleines Spielchen wagen, sobald das Update wohl da ist oder nächsten Tag. Oder ich werde mir da keinen Stress drum machen, aber auf jeden Fall einmal ansehen. Spielen wohl eher nicht. Ich habe keine Lust, von vorne anzufangen. Dann warte ich lieber 60 Tage und warte dann, bis die Servertransfer frei sind. Und dann kriege ich auch meine Treffen. So, ich glaube, ich habe alle Tiere erstmal durchgefüttert. Jetzt sind die Kisten bestimmt auch schon wieder fast leer, oder zumindest eine. Da bin ich auch schon. Wie man sieht, der Foxy kann sehr gut mit Stress umgehen. Ich kann hier alles. Heute Abend muss ich bloß ein bisschen ruhiger. Ich habe meine Serie gestern gar nicht so mitbekommen. I'm from Australia. Oh, er kommt aus Australien. I'm Germany. Schleswig-Holstein. Ja, Germany. Wieso habe ich... So. Was stehen hier an die 100.000 Vögel hier? Was ist das hier? Können wir noch Mutation kriegen? Zack, wir gucken. 4 zu 1. Yes. Yes, yes, yes. Da passt noch ein bisschen was. Oder? Ja, ja. Du bist Deutschland. Ja, ich hab's garantiert. Ja, aber so kann man das auch nennen. Es ist der Wahnsinn. Ich bin nix. So, hohoho. Jetzt muss ich einmal ganz kurz durchstöbern. Sieht gut aus. Jetzt gehe ich hier in dieser Ecke noch. Hier hat man ja heute Morgen Gott sei Dank dran gedacht, die Kisten voll zu machen. Und hier hinten jetzt, da waren die Kisten ja völlig leer. Da war nichts mehr drin und die Brontos leben trotzdem alle noch. Aber ich habe den Pronto steht überall, nirgends, überall. Ich habe hier einfach so immer so heimlich so hingestellt und rüber gemacht bei die Jutis. Da stehen auch Prontos. Aber der eine müsste eigentlich bald fertig sein. 92,8%. Läuft noch. Aber du hast bestimmt auch nichts mehr oder so. Weil es nur die normalen Kisten sind, die vergammeln auch immer. Aber richtig schön, dass du dich schon ein bisschen verständigen kannst. Ich kann mich gar nicht verständigen. Ich nehme einfach Wörter in den Mund. Es gibt ein paar Wörter, die ich machen tue. Das, mein Englischproblem ist, so wie ich Deutsch spreche, würde ich auch Englisch sprechen. Das macht man ja normalerweise ein bisschen anders. Was machst du? Achso. Da ist das ja nicht so. Samantha hat mir das mal erzählt, wie das so ist. Have you been to jail? Jail. Oh, da muss ich jetzt schon wieder fast passen. Aber das ist es. Ich verstehe zum... Jail Pro. Also Pro heißt ja Browser. Jail kann ich jetzt nichts mit anfangen. Ich habe... Es ist wirklich schwer. Ich habe ab und zu auch mal im Chat hier mit Englisch. Siehst du? MacGyver, siehst du? Spitze Schnauze, das willst du nicht.
Das bist du bei den Wölfen nicht. Und der Riesendodo, der kann auch nicht. Der hat auch keine Struktur. Dafür hast du Struktur, ja? Ich könnte natürlich mal ein bisschen mehr Power geben. Aber, was ist denn? Guck mal, nur auf dem Vogel chillen. Chill, chill, chill. Und ich bin hier tief dabei. Freunde, mache ich mir noch einen Kaffee? Google Translate. Könnte ich machen, aber wenn die jetzt wieder. Gefängnis. Ich habe ein Gefängnis in Ark, oder was? Meinst du jetzt in Ark ein Gefängnis? Have not jail. Irgendwas wollte ich jetzt. Noch nicht. Da müsste doch mal was fertig werden. Da war doch irgendwie schon heute was auf 90%. Stockt das Spiel so extrem oder warum wird hier nichts fertig? Der muss noch anders stehen. In diese Richtung. Weil ich da hinten den Teil ausgestellt habe. Für sowas, da brauche ich nicht noch einen zweiten. Ja, komm, ich mach mir jetzt einen Kaffee. So. Also ich kann so nicht denken. Man kann, Kilo ist auch fast fertig. Super, der hat. Aber ich krieg nichts Neues rein in die Ankühlung. Das ist immer so ein bisschen. Ich mach mal meine Kaffeemaschine. Da muss ein bisschen was gemacht werden. Ein bisschen. Hin und her. Der muss in diese Ecke, darf aus diesem Gebäude hier nicht weg, weil man da schon alles reproduzieren kann. Oder ich muss einfach da hinten den Transmitter wieder anschalten. Und das alles nur für dieses Teil macht immer so keinen Sinn. Der kostet ihr Element bis zum Abwinken. Und auf dem Dach ist auch scheiße. Oh, ich glaube, mein Chat war gerade. Ich dachte, der Richard ist auf Twitch. Nö, der Richard ist nicht auf Twitch. Ich bin gerade nicht im Twitch. Da habe ich alles mit meinem neuen Rechner noch nicht eingerichtet. Es ist dunkel. Was macht's denn schon wieder? War nicht traurig zu mir. Was haben wir noch Schönes? Was haben wir noch? Noch irgendwas, was ich machen kann? Achso, ich muss einmal ganz kurz gucken, die Wölfe. Ich habe gar nicht geschaut. Wir haben noch 40 Minuten. Wir haben hier noch 1,5 Stunden. Hier, MacGyver sollte den dringend nehmen. Er wollte nämlich einen blauen Biber. Vielleicht kommt einen guten Level raus, wenn der mit denen hier gemacht worden ist. Vielleicht sogar mal mit einer neuen Mutation. Das wäre auch noch ganz schön. Ja, so sieht's aus. So. Ja, warte mal. Ja, also es ist dunkel. Solche kleinen Fischer rauszuwerfen ist wirklich ein bisschen mies. Das sieht man denn nicht. Was haben wir denn noch für mich? Haben wir noch irgendetwas Schönes für mich? Faule Socke, nennt Spaß. Kann ich verstehen. Ich bin immer froh, wenn ich 20 Jahre. Ja, ich bin eine faule Socke, richtig. Nee, ich gehe, so soll es auch sein.
Und ich habe auch, liegt jetzt auch natürlich daran, viele Leute haben gesagt, hier Twitch erreicht man mehr und sowas alles. Ich habe sehr viel Twitch ausprobiert. Ich weiß nicht, ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass es jetzt so viel besser war. Also ich muss da immer noch sagen, auf YouTube, eigentlich darf man sowas, glaube ich, gar nicht so erzählen und sowas. Aber bin ich doch ein Stück erfolgreicher, oder wir, als jetzt, sage ich mal ganz grob, auf Twitch, da haben wir jetzt auch nicht so die Abonnenten. Also da kriege ich ja hier eher welche rein als auf Twitch. Nicht, dass jetzt, ich will jetzt hier, um Gottes Willen, nicht Twitch irgendwie schlecht machen oder so. Aber man hat immer gedacht, wenn du Gaming machst, dann Twitch. Viele Leute, zum Beispiel der Chef von meiner Schwester hat es nämlich auch, macht es auch. Das hat dann auch so Twitch. Dann hat Corona gesagt, sie sind alle irgendwie, aber ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich kann von meiner Erfahrung jetzt nicht sprechen, dass es mir da so viel irgendwie was gebracht hat. Keine Tiere mehr zu zischen, was ist das hier? Komm, brauch doch irgendwie ein bisschen was. Brauch auch was zu tun. Außer ständig hier Bären holen und so alles. Oh, ich sollte mal meine Dinger erstmal kurz wegpacken, bevor die hier mir noch abgammeln. Ich spare mir einen Wassergang, falls wir doch eine 150er Labelle finden oder 145 oder vielleicht sogar 140 oder so. Ich mag Twitch zum Stream. YouTube für Video. Ja, ich will ja durchaus nicht sagen, dass das schlecht ist. Jeder hat ja so seine Sachen. Ich werde mich früher oder später irgendwann auch wieder in Twitch so anmelden. Aber ich werde erstmal wieder das anmelden und. Das ist immer so die Sache. So, ich habe noch Muni bei mir. Muni. Braucht auch kein Mensch. Boah. Namen gemacht, das sollte man, nee, finde ich zwar nett, dass du sowas sagst, aber theoretisch nicht, bei einigen Menschen schon. Ich finde natürlich supi, dass man auch Leute kennengelernt hat, wie zum Beispiel dich, Kai, zum Beispiel David, kenne ich persönlich aus Ark. Ja, man muss immer schauen. Nee, ich will ja Twitch so jetzt nicht komplett jetzt hier außen weglassen. Das war jetzt eben gerade tatsächlich nur erfahrungsbedingt gemeint. Also erfahrungsmäßig sage ich jetzt nicht, dass Twitch besser läuft als auch über Streaming nicht, als auf YouTube. Das ist jetzt so die Erfahrung, die man so gemacht hat. Das heißt ja nicht, dass es nicht noch kommen kann. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Mein frohen Ostern wünsche ich euch. Da wollen wir doch mal zurückwünschen, ne? Hier im Chat. In A-Chat. Ich könnte mal richtig jetzt... Nee, das mache ich nicht. Ich könnte ja mal fragen hier. Verschenkt einer schöne Eier. Schade eigentlich, da fällt mir so ein, so gerade zum Ostern hätte ich vielleicht auch irgendwie, jetzt habe ich das nicht. Das wäre jetzt auch so richtig geil, so viele Eier kriege ich von Prontos jetzt nicht zusammen. Wieder Basis anfing, wie ich das mit Weihnachtsevent gemacht habe und wieder jeder so ein Pronto-Ei so schenken. So Prontos, ja, ich weiß nicht, die Spinos sind ja hier super, super. Super, 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 super rar. Ich brauche dringend ein 150er Spino, den ich schießen muss. Mit deiner 150, ja.
weil er 120er bringt uns nichts mehr, um hier die Spinos weiter aufzubessern, weil die sind echt schlecht, die Spinos. Also es geht eigentlich noch deutlich mehr, aber da braucht man auch mal ein paar neue Tiere, die mindestens 150 sind. Und vielleicht 145 lasse ich mich noch mit handeln, aber dann ist Feierabend. Kommst du nicht, ja, unsere Begegnung war legendär. Ja. Und unsere Begegnung, David, war richtig legendär. So, die Pontos halten. Jetzt einmal ganz kurz ein bisschen die Kisten voll halten. Tut mir leid, dass ich das jetzt machen muss, aber was muss? Was muss? Weil die einfachen Kisten da hinten, ich war schon überlegen, ob ich nicht überall so eine kleine Tech-Futter-Kiste hinstelle. Aber da ist wieder Element und schwarze Perlen und Bossfight. Doch, ich krieg bestimmt Bossfight hin noch. So, die Kiste ist da erstmal voll. Das muss irgendwann noch aufgesteckt werden. Hier hinten. Dieses Aufstecken kommt erst später dran. Der hat noch. Na, es backt. Ich komme durch die Kiste an. So, auch hier mache ich wieder voll. Muss erstmal ein bisschen, dass ich hier nicht irgendwann 100 Jahre lang erstmal Bären fahren muss, da ein bisschen voll halten. Und jetzt wollte ich eigentlich noch. Ah ja. Ein Artefakt. Das sind so. Das ist nicht mehr viel. So. Ich kann jetzt PS1 Spiele auf dem PC zocken. Okay, hast du einen Emulator für die PS1? Obwohl das neue Tomb Raider Remastered habe ich mich auch noch nicht mit beschäftigt. Könnte natürlich ziemlich gut sein. Ja, guck mal, die Brutmutter könnten wir sogar machen. Und das sehe ich gerade mit dem Megalania-Gift, das ist im Moment auch ganz schön schleifen. Ich glaube, ich habe meine nächste Aufgabe. Jo, endlich. Und funktioniert. Das ist sehr, sehr schön. Megalania. Da. Ich weiß nicht, ob wir davon schon einen Ordner haben. Megalania, hier so. Aha, sieht doch schon mal ganz gut aus. Weiblich, männlich. Männlich will ich jetzt nicht. Da muss noch mehr. Aber irgendwie bleibt von den. Ich habe hier immer ein Herz unten, das ist immer blöd. Oha. Okay. Hört sich natürlich nicht ganz so dolle an. War ich jetzt hier drinne? Ja, das waren die männlichen. Was haben wir denn hier noch? Spino Wolle René Bär. Bär. Kann ich noch. Kurz mal gucken, Meg. Megalania haben wir hier auch. Haben wir zu wenig Weibchen Megalania?
Mammut, Allosaurus, Yeti, Rexe, Sass. Auch nix. Biber, Ankyle, Dirtikorus. Schwach. Schwach, 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 schwach. Wer hat denn hier? Wir machen mal hier einen neuen Ordner, damit mal hier die Megalania reinkommen. Aber irgendwie, achso, haben wir schon. So, Megalania. So, dann nehmen wir hier nochmal die Megalania raus. Mega. Na. Mega. Lania nehmen wir jetzt hier einfach mal raus. Und dann kommen die hier rein. Falls ich da wieder was brauche, dass hier noch ein bisschen was rankommt. So. Aber ich hätte doch schwören können, so den einen oder anderen hatten wir noch. Okay, aber wurscht. Scheißen wir erstmal drauf. La 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 la. La 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 la. Was haben wir hier? Keine Oviraptors mehr hier stehen. Obwohl, das ist unwichtig. Aber wir machen es nämlich anders. Wir machen es nämlich anders. Das ist gut so. Das ist schön. Mach das mal so. So, zack, der nächste stellen wir auch so hin. Männlich, das paaren wir jetzt schon mal. Zack. Megalania-Eier produzieren. So mal ein bisschen über das Event. Hau ich erstmal hier hin. Kommt so in 2-3 Tagen wieder alle eingefroren. Ruhig ein paar Megalania-Eier erstmal machen. Weil wir brauchen das Gift nun mal. So, die ersten Eier können gemacht werden. Ich muss einmal ganz kurz schauen, der Tierspawn-Limit ist natürlich ein bisschen höher bei uns, 212, aber da mache ich mir im Moment noch keine Sorgen. Wie gesagt, die Megalania kommt früher oder später auch wieder weg, 412. Ich wollte mir einen Kaffee machen, Freunde. Da braucht man sich nämlich keine Sorgen zu machen. Wir waren noch nie auf Endlevel, dass wir total Schwierigkeiten hatten. Da wird einfach was eingefroren und fertig. Daher mache ich mir das keine Sorgen drüber. Wie gesagt, 2-3 Tage können die Megalanias hier mal draußen stehen, ein bisschen Eier vorproduzieren. Geht ja relativ schnell. Ich lasse sie einfach aktiv. Und dann klappt das auch schon. Würde ich mal so behaupten. So. Oh.
Ja, ich wollte doch die ersten Eier gleich rausnehmen. Siehst du, auch das habe ich wieder vergessen. Oh, ich habe nichts zu trinken, doch hier habe ich noch was. Aber bei Nacht, hey, hey. Aber bei Nacht, hey, hey. Aber bei Nacht, jawoll. So. Welcher Oviraptor schnappt denn jetzt an? Ich gebe dir mal ein Ei zu sicherheitshalber so. Mit Pech haben die jetzt alle aufgefuttert, ne? Eins, zwei, drei, vier. Ho, 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 ho. Was ist das? Komm, auch raus damit. Kommt jetzt noch eins oder hat sich's erledigt? Guck mal, 17 Stunden, der eine bestimmt 12 Stunden, so einfach ein bisschen gemischt. Mach nächstes Morgen früh um diese Uhrzeit die nächste Ladung Eier. Ja, ein bisschen Gift muss man schon mal hinkriegen. Kleines bisschen. Und hier sind auch Spino-Eiermecker, oder? Mal schauen. So. Folge in der Mauer gebrettert. So. Dann legen wir einfach mal hier so hin. Nein, nicht essen. Komm, streng dich ein bisschen an. Konzentrier dich. So, die Eier legen wir hier so schön sinnesgemäß hin. Subi, die brauchen nur 40 Minuten. Immer rein hier mit dem Gacha-Ei. Wo ich mag bezweifeln, dass wir so schnell nochmal neue kriegen. So, jetzt braucht der Pronto wieder Futter. Muss wieder füttern gehen. Die Prontos, Tos, Tos. Ballare. So. Reihe nach hier. Jeder darf jetzt eine Runde ran hier. Also zack. Bitteschön. Ich hätte, glaube ich, mehr Bären mitnehmen sollen. Du bist dran. Martin, die sind noch alle da. Die halten bestimmt auch so durch. Ich glaube, von hier aus haben sie sogar Zugriff auf der Futterkiste. Bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, wie weit es da geht. So, sehr schön. Du kriegst auch noch mal ein paar Bären. Super gut. Auch noch mal die zwei noch. Ich will auch zocken oder schlafen. Ach ja. Wer rennt hier rum? Oh, will er hier rauf? So, Pronto, Pronto, Pronto. Einmal hier rein. Boah, wurde ein bisschen Zeit, ne? Hast nicht mehr viel gehabt. Richtig, erstmal eine drehen. Oder zwei oder drei. Hehe. So, hier ist schon mal gut. Ich muss mal ganz kurz schauen. Das ist die hinterste Kiste. Da habe ich immer den besten Blick. Die aktivieren das mal. So, Pronto haben hier überall zu essen. Guck mal, selbst die Prontos, die können hier theoretisch erstmal stehen bleiben, bis die anderen fertig sind. Der Kreis haben sie hier alles zu futtern. Das ist auch schon mal sehr gut. Pronto, Pronto, aber Pronto, richtig. Pronto sieht zu, dass ihr fertig werdet. Das Pronto.
Guckt euch diesen ganzen Stapel an. Die Kisten, die werden hier zack, 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 einer nach dem anderen leer gehen, soweit es ein bisschen geht. Das geht, Kai, das geht alles. So, der ist fertig. Ich habe keine Ahnung, ob dieser Kaliterium für Tati irgendwas eine Bedeutung hat, ob der irgendwie speziell irgendwo hin soll, weil ich schon gesehen habe, einer stand mal da, einer steht da hinten oder zwei. Da bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt eine neue Zuchtlinie sein soll. Ich hau sie jetzt einfach mal mit hier hin. Das ist ein gelber, weiblich, ist gepaart, der ist männlich. Ich glaube, den hau ich da nicht hin. Ich schätze mal, das war jetzt so erstmal geplant. So, das sind so die ein. So, dann kommt der einfach hier hin. Ich gehe mal von aus, das soll hier standardgemäß ein gelber, ein höherer, leviger sein. Aber das muss man auch Stück für Stück. Und mein Lungenarzt bringt mich um. Ach, was soll ich sagen? Erstmal ein Kaffee. Wieso? Das ist immer schlecht, wenn man darüber redet. Eigentlich darf man über Zigaretten und Rauchen gar nicht reden. Das ist gefährlich. Als Raucher. Weil, wird's nix. So, jetzt machen wir wieder Licht an hier. Es wird ja hier dunkel. So, der Wolf dürfte bald schlüpfen. Noch 17 Minuten. Noch nicht ganz. Denn auch die Bibers noch nicht. Ne? Megalania müssen wir noch warten. Gut. Hab ja die kleine Mini-Rollback gesehen. Kein Wunder, dass hier nie was fertig wird. Ja, immer noch 82%. Was ist hier los, Freunde? Was ist hier? Nun macht mal fertig. Ich brauche den Platz. 94%. Na, läuft. Und Koffein ist auch nicht gut. Das mit dem Koffein ist so eine interessante Sache. Ja, ist nicht gut, aber man sagt auch durchaus 2 Tassen. Wir reden jetzt aber von Tassen und nicht hier von diesen großen Dingen. 2 Tassen Kaffee am Tag ist aber nicht schädlich, weil dieses Koffein doch tatsächlich gerade so morgens eine, mittags eine, das steigert die Arbeitsleistung. Wurde sogar Studie so festgelegt. Man hat da so einen Test gemacht. Ob man das jetzt alles immer so glauben kann, weiß ich nicht. Andersrum wieder, warum sollten die da lügen? Das ist ja jetzt nichts so. Aber 2 Tassen Kaffee ist doch durchaus arbeitsfördernd. Und durchaus nicht schädlich für den Körper. Es sei denn, diejenigen, die überhaupt kein Koffein ab. Dann ist das natürlich so die Sache. Das, was ich an Kaffeekonsum hat, das ist natürlich nicht mehr gesund. Durchaus nicht. Und Rauch im Auge ist beinahe noch schlimmer als alles andere. Warum habe ich es jetzt eigentlich erzählt? Eigentlich interessiert, glaube ich, kein Mensch, was Studien herausgefunden haben. Glaube ich. Also interessiert wirklich niemand. Stimmt nicht. Aha, guck mal. Das spart uns die Meinung wieder. Naja. Eigentlich ist es mir egal, das ist das, was ich gelesen habe. Und das, was die Leute herausgefunden haben. Und das, was hier und das, was da und hier und da und jenes. Guck mal, hier steht auch eine Futterkiste. Die könnte ich eigentlich voll mit Bären machen. Und hier einfach ein Baby hinstellen. So, zack, nur ein Baby.
Der weg von alleine. Oh Mann. Ich komme hier auf Gedanken, so wie, ja, da steht auf der Kiste, komm, ja, stellen wir auch noch Porto hin, scheiß drauf, überall stellen wir welche hin. Egal. Naja, 9 Stück waren dann gestern schon weg, ist schon einfach so weg von die Bällen. Okay. Ist denn immer ganz gut, dass der eine oder andere Pronto wieder dazukommt? Könnte ein bisschen vielseitiger sein mit Farbe. Aber man gibt sich ja hier schon mal Mühe. Mich wundert, dass das die Mutation, also das, was wir in Eier ausschlüpfen lassen, sind die Mutation nicht gerade so jetzt die Bringer. Könnte ein bisschen mehr sein. Ist aber nicht der Fall. Kann ich nichts ändern. So. Jetzt kommt der lila Bär. Gott sei Dank futtern hier die Prontos nicht mehr viel. Auf dieser Ecke. Wir können ruhig die lila Bären rein. Muss bald schon wieder neue Bärenkauen gehen. Zum Glück ist mir was. Ich hatte 60 Jahre an den Steak. Naja, es gibt Leute, die kauen auch nur 30 Jahre am Salat und ja, wo ich dann auch sagen tut, ein bisschen was gönnen kann man sich auch. So ein schönes Stück Fleisch bin ich immer dafür. Du könntest auch weniger Prontos machen. Warum sollte ich? Natürlich könnte ich. Ich könnte aber auch mehr. Ich könnte doch richtig noch einen reinhauen, David. Was haben wir gegen Prontos? Oh, den muss ich David zeigen. Hat die den draußen oder woanders? Wo ist er? Hier, guck mal. Der kam gestern zustande. 210. Aber der ist lachhaft. Guck mal, 211. Das sind die ganzen Prontos, die man macht. Das ist er nicht, das ist er nicht. Wo ist der Wunderprächtige? Nee. 196, 197. Hat Tati den eingefroren oder woanders? Kommt, der muss raus. Weißt du, wie es... Okay. Wo ist der super 200-Leviger? Also wirklich weit über 200. Wo ist denn der? Wirklich eingefroren, das ist traurig. Über den Wolken, ja, muss die Freiheit. Da ist er. Nee, das ist C2, der ist gelevelt. Scheiße. Nee, der ist nicht da. Keine Ahnung, wo der jetzt steckt. Ich glaube, der war 200. 40 oder so, eine Libelle mit 240 oder 39 oder was es da war, Schlüpfwerte. Das war der Burner. Komm. Oh nee, das kann ich jetzt nicht mehr zeigen. Die sind schon geprägt, aber egal, komm, geprägt. Das ist ja nun wurscht. Der ist noch nicht voll geprägt, ne? Nee, noch nicht voll geprägt. Aber der hat jetzt schon 7.900 Leben und 408 Nahkampf. Der hatte Nahkampfschaden und Schlüpfwerte von 361. Und das ist gut. Ich könnte mit 3 zufrieden sein, aber... einfach. Einfach machen, Kai. Einfach hier. Nächsten... Tierchen rausholen. Naja, David, wir haben Pronto Verschleiß. Ja, wir machen jeden Tag fast Libellen.
natürlich vorgestern 150, gestern 145er Libelle. Daher kamen solche guten bei raus. Daher Prontos, gestern 9 Prontos. Ich habe dir die Fotos gezeigt. 9 Prontos, einfach so weg. Und daher brauchen wir ein bisschen mehr. Denn ein bisschen Spaß muss sein. Guck mal, was steht denn hier? David, guck dir das an. Ist der nicht schön? Was haben wir denn? Oha, MacGyver hat ihn. 3,35. Herzlichen Glückwunsch, MacGyver. Herzlichen Glückwunsch. Nee, Hexe ist das. Oh, sorry, sorry. Wir nehmen alles zurück. Herzlichen Glückwunsch, Hexe. Herzlichen Glückwunsch. Oh Mann, der ist doch richtig geil. Habe einen neuen Terry mit 402 Nahkampfschaden. Hui. Guck mal, die werden einmal besser. Auch ein Terry können wir bald zum Bossfight mitnehmen. Naja, das wohl eher nicht. So, MacGyver, dein Wolfschliff gleich. Also, guck mal, die Wölfe packen sowieso gleich wieder weg, wenn MacGyvers Wolf geschliffen ist. Dann haben wir auch wieder zwei Plätzchen. Das ist der hier wohl. Der hier, der. Und wir fliegen. Oh, nicht so doll. Ah, komm wieder runter. So. Oh. Ah, klappt doch. Hier ist er. Geh's mal von aus. Oh, guck dir Mikes Vogel an. 300. Level. Gelevelt. Das ist schön. Sehr, sehr schön. Läuft. Guck mal. Guck dir mein Tier an. Mehr kann ich mir nicht leisten. Level 1 ist das. Was ist da jetzt schon wieder los? Wieso kriege ich schon wieder Level 1 Tiere? Oh Mann. Alles ist bei mir Schrott. Egal, was ich tue. Funktioniert nicht. Jetzt wandeln sie sich wieder bei mir alle um, oder was? Jetzt habe ich schon wieder Level 1 Vogel. Supi. Hier geht's noch. Oh Mann. Ich weiß nicht, ob David bessere Wölfe hat, was er ein Wolf hat. Ich weiß auch nicht. Ich sehe nur die Level bedingt. Ich achte da auf Level. Keine Ahnung, was jetzt bei rauskommt. 212 ist natürlich jetzt auch... Es geht natürlich noch stärker, durchaus. Aber diesen 280er, den war ich in der Höhle drinne. Also hat es funktioniert, aber eigentlich gesehen. Jetzt kommt der Wolf schon. Du hast ein Baronix. Damit kann man fast, glaube ich, in jede Höhle rein, soweit ich informiert bin. Oder sogar in jeder. Daher gibt es ja kein Problem. Und mit den Level 1er, wenn die Polovia nicht wären, könnte ich hier mit denen sogar vermutlich in der Eishöhle rein. Ich will auch, wie schön das einfach... Der ist ja kein Baby wie der Kleine, der ist eine Level 1. Es ist nur ein Fehler im Spiel. Irgendwie habe ich selber persönlich irgendwie Fehler und dieses komische Guck mal, Raptor, schmeiß dich mal raus hier, egal. Immer ein bisschen Fleisch. Seitdem sie dieses komische Entdeckernotizen, die neuen reingesetzt habe, habe ich nur die Probleme, dass die Level 1 fällt. Wenn ich hier wieder einfriere, ist er wieder da. 224er Raptor, was ist er? Männlich, brauche ich nicht. Bringt mir nichts weiter, der hat auch keine Mutation. Dann will ich den auch nicht. Die Raptors mache ich nur zum Spaß. Noch nicht ganz zum Spaß. Ich will vielleicht irgendwann ein Video machen, wenn diese ganzen Entdeckernotizen sind. Zum Beispiel, komm her, ich zeige euch mal eins während des Livestreams, komm. Zack. So, einmal später irgendwann alle eine Runde zeigen, was es da so alles gibt. Hoppla. Was es da so alles gibt, so zack. Zum Beispiel ein. Oha, das sieht man aber so schlecht. Oh, guck mal, Tati hat sogar schon wieder nichts mehr an. Jetzt ist, der Tati ist Level 1, oh. Meine Güte, Hut ab. Hut ab. Guck mal, ich sehe schon wieder nur noch Level 1 da. Am besten ich starte bald wieder neu oder so. Da habe ich wieder alles da. Sag mal, gibt es die Dinge auch in hell?
Guck mal, mein Schatten, der täuscht nur so. Ja, ja, ein bisschen sieht man jetzt so. Dieses Anime-Tier. Gibt es jetzt so ein paar Kostüme schon, wenn die alle so da sind, will ich mir so zeigen, so wie Rex oder Petris. Muss man alles so ein bisschen gucken. Daher mal einfach machen. Wo ist der Raptor, der wenn dann auch was Neues und so weiter. Mach dich schnackig. Ah, MacGyver ist noch Level 110. Das ist schon mal gut. So, nächster Raptor raus. Ich will nur Weibchen. Weibschi. So, komm. Raptor, rut. Rut mit dem Tamaforinen, rut. Und wir schmeißen den mal raus. Und was haben wir? Keine Mutation. Und weiblich aber. Gut, das ist gut. Den nehmen wir mit. Oh. Nee, komm her. Was bist du eigentlich hier? Komm. Na. Na. Hey. Hallo? Kaputt oder was? Wie ein da. Oh. Ja, ja. Back schon wieder, ne? Ja, ich stehe jetzt auch schon gerade. Ich komme hier kaum weg. Zack. Dann folgt mir nochmal. Komm. Folg mich. Hallo. Wo backe ich denn hier hin und her? Was ist denn hier los? So jetzt, aber komm. Stimmt, für alle interessiert mich nichts. Nun frieren doch ein da. Weißt du was? Komm mit. Machen wir es anders. Achso, bei mir klappt nichts mehr. Nicht mehr das Einfrieren. So, Raptor. Komm. Rein hier. Ich hatte einen guten Wolf. Ich hatte einen guten Wolf mit. Was heißt mit? Ist er weg oder was? Hast du ihn verloren? Scheiße. Nein. Das ist doof. Ich hab nichts mehr. 49 Level auf Leben. Da glotzen wir doch mal. Was wir so Schönes haben. 39 auf Leben. Das ist. Und du hast auch 39 auf Leben. Also Leben wird schon mal gut, was hier kommt. Zumindest für unsere Verhältnisse. Und der ist nicht gelevelt, der kommt dann 300. Ne, der ist sogar geprägt. Ah, ja, 3000 Leben vielleicht so ein bisschen raus. Der ist auch noch nicht mal vollgeprägt. Ach du Schande. Was habe ich eigentlich nur für Dreck? Ich habe nur Dreck. Kannst du machen, was du willst. Keine Chance. Nada, nichts. Und die Wölfe haben immer noch eine spitze Schnauze und so. Es läuft nichts mehr. Computer geht den Bach runter. Ende im Gelände. So. Schon wieder neuen Rechner. So. Natürlich nicht. Ich kümmere mich da erstmal gar nicht drum, hier das hochzuhalten. Da gibt nur wieder Schwierigkeiten. Oder wie mir gab er dann hier, geht das nichts und hier nichts und da nichts. Ja, Kloner. Ich habe auch einen Kloner hier oben. Da ist ja auch alles Klon. So. Hier gibt es nochmal ein paar Bärchen für euch. Bitteschön. So, zack. Du sollst nur ein bisschen noch durchhalten. Ihr müsst ja gucken, dass ihr irgendwie fertig werdet. Ich bin ja nur am Züchten, tun und machen und tun und spielen und ja. Und Raptor habe ich jetzt auch wieder am weiblichen. Ob zu mehr weiblich, ob zu mehr die Chance, vielleicht mal selber auf eine Mutation zu kommen.
oder ich schieße nochmal einen 150er. Eigentlich habe ich nur die Prontos auf dem Teil. Ich habe einen 150er gefunden. Und 150 sage ich immer, oh, sollte man schon machen, weil 150 ist echt rar. 150 ist deutlich mehr als rar. So, Raptor. Gibt's auch ein Stückchen Fleisch? Juckt die Nase. So soll's sein. So soll es bleiben. So, meine Libelle hat noch ein bisschen Fleisch. Nee, darauf achte ich nicht. Es muss alles so sein, wie es ist. Der Inzucht, alles. Sonst funktioniert es nicht. Um höhere Level zu kriegen, muss man leider tatsächlich Inzucht betreiben. Sonst geht's nicht. Keine Chance sonst. Hier, das kann ich dir zeigen. Der Raptor, der hat schon zwei Zuchtlinien, richtig? Nee, hat er noch nicht mal. Oh, das war noch ein das von alter Ei. Okay, die zweite Zuchtlinie, das ist, kam der Mensch raus. Das ist noch nicht. Ich habe gerade einen Wolf mit 40 Level auf Nahkampf. Männlich. Oh, wow. Das hört sich gut an. Na. Ja, immer her damit. Immer her. Komm, ich brauche die. Oder? Nee, was heißt brauchen? Man will die. Deswegen auch Mutation, ja. Nee, zwei Köpfe leider so nicht. Da haben sie leider nie hingekriegt, sowas zu machen. So, was haben wir denn hier? Der hat sogar zwei Wölfe rausgekriegt. Super, 227, also über Schusswerte. 2900 Leben ist natürlich nicht sehr schön, aber männlich. Nee, auch nicht so jetzt der Bringer, den bräuchte man eher im weiblichen. Um weiter zu zischen. Aber die Level sehen schon mal ganz nett aus. Vielleicht sollte man, wenn wir jetzt irgendwie Davids Werte mal kriegen könnten, die mit 41 leben oder 40 oder so, könnte man ein bisschen dran rumspielen, um auch mal höhere zu kriegen. Theoretisch gesehen. Praktisch ist das alles immer so eine Sache. So, die Wölfe packe ich den jetzt erstmal wieder weg. MacGyver hat. Wir müssen sparen. Apropos sparen. Wölfe. Nicht die Kapsel. So. Meine Megalania-Eier. Ich muss Ausgang. Hier. Meine Megalania-Eier, die dürfen ja auch gleich schlüpfen. Bam. Ah, noch nicht ganz. Was haben wir denn noch? 14 Minuten. Noch so lange. Jo, der Raptor kommt schon fast durch. Prost, Freunde. Nehmt euch mal einen Kaffee, holt ihr einen. Komm, ihr dürft den Kaffee holen. Hab ihr? Fertig? Komm, ich warte noch auf euch. Komm, holt euch einen Kaffee. So, jetzt müsst ihr aber einen haben. Gammelfleisch. Alles ein bisschen besser funktionieren. Muss immer ran da. Ran an den Speck. So, die Libellen kriege ich heute auf 100%, die noch einmal spielen. Ja, gut. Ich mach's kurz. Max Biber sind auch bald soweit. Oder der eine zumindest. Vielleicht gucke ich mir auch die Bibers noch mit an. Was ist hier? Hier so. Und wir teleportieren uns einmal ganz kurz zu den Bibers. Einmal ganz kurz. Nee, ich will schlafen. Trotzdem Kaffee.
Ein bisschen Kaffee muss sein. Das ist die Welt voll Sonnenschein. So, einmal kurz gucken, dass ich hier ein 150er Biber bekomme. Weiblich. Das ist das Wichtigste. Ich brauche neue Werte. Oh Mann, ich glaube, hier war schon einer. Bestimmt die Libelle, die bei mir von geflogen ist. Mann, Piranhas, ihr gebt mir auch auf den Senkel. Joa. Nee, das ist ein Biberdamm. Wo ein Biberdamm ist, ist auch ein Biber? 140 männlich. Nein. Der. Das ist schlecht. Das männlich ist wirklich schlecht. Der hat 29 auf Leben. 3000 Leben. Ich auf Nahkampf, 220. Ich glaube, der würde mir nichts bringen, wenn ich den schieße. Das bringt mir nichts. Gerade so männlich. Wir haben den blauen männlichen. Hallo? Meine Güte, auf dem Dingsbus klappt auch nichts mehr. So, komm her, wir müssen das altmodisch machen. Zack. Ich mach's jetzt einfach. Vielleicht kriegt er neue Werte rein. Ey! Beiß mich doch ruhig. Nicht im Wasser, komm schon bitte nicht im Wasser. Nicht im Wasser. Yes. Kipp um, du Arsch. So, gut, sehr schön. Jetzt wird es ein bisschen hektisch, muss ich zugeben. Das Zement nehme ich mal mit. Ich habe nicht viel Zeit. Aber ich bin ja relativ spontan, was die Sache angeht. So, einmal hier runter. Ja, wie viel Kippe? 5, 6. Bei normal war glaube ich 12. Ja, eigentlich reichen glaube ich 3 oder so. Ich nehme einfach gleich 6 Kibbel und fertig ist. Und das hat sich. Jetzt gehe ich nur auf neue Werte drauf an. Und er fährt sich aber schwach. Vielleicht kriegst du mir geil einen schönen blauen, weiblichen. Und den müsste ich jetzt noch einkriegen mit neue Werte. Und dann klappt das auch mit den Nachbarn. So. Zack. Ich muss aber kurz mal Blickkontakt halten. Da gehen wir doch mal auf hier. Gehen wir doch mal auf Themis im Prozess. Sehr schön. Dann kommt Obtain. Dann kann die Kreaturen gefunden. Dann aktualisiert er sich jetzt. Dok, dok, dik, 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 dik. Und da hat er gesagt, ah, gefunden. So, guck mal. Die Narkotik geht schon ein bisschen runter. Aber es ist mal egal. Ich schaff das schon. Ich schaff das schon. Ich schaff das schon. So, einmal 100er Stack Narkotik. Starte nehmen. So, haben wir hier. Jetzt gehe ich nochmal zur. Kibbelbank. Was sagen die Dinger? Wo sind die Biber? Da hier. Biber. Noch 32 Minuten. So, einmal Kippel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Stück. Oh, Tati, die beiden wollen einen.
Die Weibchen sind im Moment relativ wichtig. So, jetzt muss der Raptor natürlich noch mal Futter haben. So, erledigt. So. Müssen wir noch mal, nur noch diesen Teleporter jetzt. Warum ist denn das so? Hab jetzt mal, hab ich euren Plan durchge... Ja. Ja. Hast durchschaut. So. Zack. Transferieren. Einmal hier hin. So, ich bin ja gleich wieder beim Biber angekommen. So. Zack. Angelangt. Nee, ich doch wieder hochfliegen. Warum machst du das? Warum? So. Dann kriegst du von mir jetzt erstmal ein Schlückchen Narkotik rein, ja? Nein! Was ist denn jetzt? Ich hoffe, du hast mein Tier nicht angekratzt. Egal. So. Biber. Nein, nicht Fleisch. Oh Mann. So. Und Effektivität. Hat hingehauen. Kein Kratzer. Sehr schön. Raus. Auseinander. Achso. So. Schick. So, jetzt will ich alle Werte auf Leben haben. Werd ja nie was. Nie. Läuft. Jetzt muss ich warten. Ein bisschen zumindest. Na komm. Komm, Biber, komm. Erst was, komm. Tut mir leid. Was schreiben die da? Tut mir leid. Was geht denn hier ab im Chat? Was machen die? Noch alles Profis oder nicht? Oh, da fällt mir mal so ein, meine Megalanier, obwohl die Megalanier, die schlüpfenden verrecken die und kein Ding, sieht aber auch oh, hier wird eingeladen. Oh, die Leute, die sind echt irre. Naja, sollen die versuchen. Und morgen ist das Gequake wieder groß. Toll, man hat mir alles geklaut. Wäre nicht das erste Mal. Ich komme mal mit dem anderen Charakter. Dem alle mehrere Charakter. Wie machen die das? Ja, war wo ich PvP spiele mit. Naja, so. PvP spielen. Ach Leute, PvP lohnt doch nicht. Aber ich glaube nicht, dass er seinen PvP-Charakter
auf dem PvE-Server reinbekommen. Das halte ich eher für ein super Gerücht. Das wäre ja irre, wenn das sagt, kommt das nicht. David, bist du noch da? Die nächste Frage. Hast du schon mal 10 Euro investiert an Survive the Night in Ark? Da hast du das mal durchgelesen, was das ist. Das ist 7 Days to Die in Ark-Version. Da werden alle 5 Tage, jetzt nehmen wir nicht 7 Days, sondern 5 Days, alle 5 Tage kommen Zombie-Dinosaurier und wollen dir an den Kragen. Das sind so eine Horde, die da kommt. Das muss der Wahnsinn sein. Bloß 5 Tage, da muss man echt zusehen, dass man sich am Anfang schon relativ gut Tiere, auch Raptoren und sowas zählen, weil die 5 Tage hat man natürlich am Anfang relativ schnell rum. Da muss man da auch mal ein bisschen mit Stein arbeiten und vielleicht sogar auch mit Metall oder so. Wer weiß, was da für Dinos kommen, wenn auf einmal so ein Giga vor dir steht. Eieieiei. Oha, das ist alles nicht sehr, sehr praktisch. Das ist doch mal eine Mut für dich. Ach nee, du spielst ja Konsole. Soweit ich informiert bin, geht das noch gar nicht auf Konsole. Okay. Ja. Hat sich vielleicht dann sowieso erledigt. Oder hast du trotzdem diese Mut? Warum machst du sowas nicht? Komm, sei doch kein Frosch, mach doch mal sowas. Stell dich nicht so an. Einfach mal machen. Oder hast du Angst? Zu versagen. Ja, das Problem einfach bei dieser Sache ist wieder, man ist da früher oder später gebunden und keine Ahnung, wie das abläuft, wenn man offline ist, ob denn trotzdem dann angegriffen wird, das wird natürlich ein bisschen unpraktisch, weil irgendwann muss ein Mensch auch mal schlafen. Ne, Kai? Na, jetzt sitze ich hier und warte und der wird einfach nicht fertig. Was soll ich nur machen? Eine Armee von Giga wäre lustig. Ja, wer weiß. Wie gesagt, ich habe es auch noch nicht ausprobiert. Die Mod kostet sage und schreibe 10 Euro. Ob das jetzt wirklich so gut ist, wie das alles in die Texte beinhaltet, ist immer so eine Sache. Konsolen sind gemein. Ich warte auf den. Ja, mich wundert das sowieso, dass sie. Ich habe das ja gelesen, so Konsolen Coming Soon. Für das, dass sie das wirklich alles gleich machen wollten in Crossplay, fängt das schon wieder sehr gut an, dass es immer, ja, nicht funktioniert. Also, dann heißt das auch, Konsole kriegst du wieder später. Ach komm. Scheiß drauf, Konsole kann später kriegen. Das ist irre, ist das. Wildcard kriegt nichts, muss ich auch mal sagen. Eigentlich ist Wildcard schlimmer geworden. Muss ich da auch mal ganz zugeben. Früher wurde eine Map veröffentlicht, da war Maximum 2 Verschiebungen drin. Da wusstest du schon gleich, war schon immer so bei Wildcard, ach, verschieben sie eh und je. Aber das, was im Moment hier abgeht, ist echt irre. Die schrecken auch von der 6. Verschiebung nicht zurück. Daher sage ich speziell, ob Scourge Earth überhaupt heute rauskommt, beziehungsweise bei uns morgen. Also ist ja diese zeitliche Unterschiede bei uns. Also mache ich auch noch bezweifeln. Oh, tut mir leid, wir haben noch Fehler gefunden und kennt noch nicht und muss alles noch und ach, es ist einfach Ehre, muss ich schon zugeben. So, was da an Verschiebungen ankommt, für das, dass Scorch Earth eigentlich mit Ark gleichzeitig rauskommen sollte und Ark ist wie lange schon auf dem Markt? Jetzt hier diese Version, auch schon ein paar Monate und sie haben nicht mal geschafft, überhaupt eine Karte rauszukriegen und da vorne läuft gerade ein Tierchen rum. Muss ich schon sagen, es ist wirklich der Wahnsinn, was da abgeht. Und noch einen. Komm, alle Mann ran hier. So, jetzt noch ein Kibbel und der Biber ist fertig.
So, jetzt haben wir uns über Wilkert ausgekotzt. Jetzt haben wir schon geredet über Schlafen, über Dinos, über eine neue Mut. Worüber rede ich denn jetzt während der Wartezeit? Gibt noch was Neues in Arg? Nee, ne? Eigentlich nicht. Ja, es gibt viele Mutsatz. David, hast du dir diesen, ja, womit man Strukturen als Schlösser bauen kann. Diese Mutter, hast du vielleicht gerade schon gesehen im Video, da wo MacGyver die Dino-Tore alle umgebaut hat, da brauchst du nur die Strukturen rein. Die Dino-Tore existieren noch. Man kann, wenn man die aufmacht, so durch eine unsichtbare Wand gehen. Eigentlich auch, naja, gut, mach nichts. Aber sieht richtig fein aus. So eine Mutter, das ist einfach gigantisch. Was die da so machen, da muss ich wieder sagen, da gibt es schon beinahe einen Pluspunkt von Wilkert. Dass sie die Sachen so langsam aber sicher erweitern tun, also immer mehr reinhauen, um Vielfalt in dieses Spiel reinzukriegen. Das hat man früher tatsächlich nicht so gehabt. So müsste natürlich deutlich mehr sein, dass einer sagen tut, oh, ich nehme mal diese und diese, dass man rumfliegt auf der Map und alles sieht anders aus. Alles. Da muss aber noch deutlich mehr passieren, damit das ist. Mehr Strukturen, mehr Sachen und. So, Biber, du darfst fertig werden. Da ist schon 3x an und trotzdem geht's nicht schneller. Na komm. Lässt sich ja wieder sehr schön bauen, so ein paar Sachen. So, Biber, komm jetzt, steh auf. Steh auf, wenn du ein Biber bist, steh auf, wenn du ein Biber bist, steh auf, wenn du ein Biber bist, steh auf, wenn du ein Biber bist. Also ist er kein Biber, gut. Dum, dum, dum. Ich muss ja Narkotik reinhauen, sonst steht er ja auf. Aber wenn er fertig ist, interessiert die Narkotik nicht mehr. Die gelbe Linie muss nur voll. Jetzt siehst zu, dass du fertig wirst. Oh Mann, es ist traurig. Du Biber, steh auf jetzt. Dann muss ich dir gleich noch Narkotik reinhauen. Da. Sehr schön. Für mich interessieren natürlich jetzt die Werte. So, geht raus, geht raus. So, was haben wir denn? 3870. Da müsste man natürlich so überprüfen, was da ist. 330, okay. Schicke Farbe, so dieses Orange-Gelbe. So, los geht es. Die Bibers dürften ja auch gleich geschlüpft sein. So, Home Sweet Home. Alles ein bisschen eng hier.
Schauen wir uns da Biber mal an. Der 31 Lebenspunkte und der neue MacGyver. Oh, 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 der hat 37, 38. Der hat mehr Leben. Okay. Der müsste von dieser Biber jetzt und den ein sehr schöner rauskommen. Okay, Kai. Da müsste ein sehr schöner rauskommen von den beiden, von dem blauen und der. Da kommt auf jeden Fall ein guter Ball raus. Und der müsste jetzt Weibchen sein. Und den könnte man den mit dem neuen Biber machen und wir kriegen höheres Level. Wenn der Leben passt. Gut. Läuft. Hat der Plan schon mal hingehauen. Das war noch nicht mal 150er. So. Wollen wir mal gucken. Megalania Gift. So, da habe ich schon mal 8 frische Gifte. Sehr schön. Gara ist tot. Nein! Nein, 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 nein! Was ist denn da? Was machen die? Naja, vielleicht sollte der auch sterben. Nee, hier wollte ich nicht rein. Vielleicht war da einfach uninteressant. Den wollte ich behalten. Der kann verreckt werden. Gut, MacGyver ist beim Mammuts. Neue Mammuts sind da. Sehr schön. Da kommen gleich ganz viele kleine Bibers. Ganz viele kleine. So, Kippel geht mal weg. Sehr schön. So, Megalane kriegt auch noch mal ein bisschen Fleisch. Der Raptor. Gut, der war Männchen. Hey, mach die Tür auf. Lass mich rein. Hey. Oh, es leckt schon wieder. Supi. Einmal ganz kurz gucken. Wenn der noch frisch ist, reicht das noch. So. Das Ding geht mir hier rein. Mal 400 Pulli mehr. Das ist nichts, aber okay, macht nichts. Sehr schön. So. Ja, und mal weg.
auch wieder ein paar Bären. Din, 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 din. Din, 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 din. So. Der ist voll, den müssen wir aber mal uns decken. Einmal ganz kurz, zack. Aktuell halten. Ein paar Bären rein. So. Gut, sieht gut aus. Läuft noch. So, hier geht mal das Megalania-Gif rein. Was war das von denn? Und hier nochmal nach den Kisten gucken. Pronto 96%. Der eine ist auch schon bald fertig. Sehr schön. Ja, auch hier müssen wir einmal ganz kurz, die mache ich ja nicht. So, zack, einmal umstecken. Kiste voll machen. Ach, ist noch voll. Okay. Gut. Bisschen was reinhauen. So. Bisschen hochhalten. Läuft. Doch nicht. Oh, aua. Geh weg. So, damit dürften auch die Prontos, schätze ich mal, durchkommen. Gibt's noch mal Frischfleisch, also Frischbären. Du kriegst auch noch ein bisschen was. Ah, der könnte auch noch ein bisschen was gebrauchen. Aber im Grunde genommen sieht das relativ gut aus. Relativ. Aber nicht so. Zack. Du brauchst auch nur noch zwei Stück vielleicht so rein, dann ein bisschen noch hochhalten. Du brauchst ein bisschen was. So, du brauchst noch ein bisschen was. Supi. Ja. Hm. Oha, du brauchst doch deutlich mehr. Ein bisschen. Das bisschen Haushalt macht sich von allein. So. Damit ist der Volleriner auch leer. Leer gearbeitet. Warten wir noch auf die Bibers. So, der muss ein bisschen abseits. Kann sein, dass hier nämlich neu gezüchtet werden muss. Vielleicht mit denen mal gucken. Muss man erst schauen. Das ist ja der neue Biber. Dann nehmen wir jetzt einfach mal dieses Ding hier runter. Setze ich hier mal drauf an.
Aha. Haben die gar nicht gesehen, dass ich unterwegs war mit einem Biber? Den Biber gezähmt habe? Da dachte ich, pass auf. Woher soll ich denn das wissen? Gut. Ich nehme gerne die Schuld auf mich. So soll's sein. So, das wäre der interessante Sache jetzt gleich, was dabei rauskommt. Das ist der Terry. Der Jüti, aber auch alle nicht so jetzt so die extrem hohen Level. Das ist alles über Themenwerte, aber okay, egal. Hui. Natürlich ist das nicht ganz so einfach. Hier. Man muss natürlich auch die anderen Werte. Dafür hat er ja woanders sehr schlechte Werte. Dauert natürlich. Zieht sich hier aber auch ganz schön in die Länge. Das ist ja unglaublich. Was ist denn hier los? Jetzt warten wir nur auf dem, ja, ne? Auf die Bibas. Die in zwei, wirklich haben die jetzt alle einen zweiten Charakter. Komm schon. Komm. Das ist doch unfassbar. Können die alle nicht mit einem Charakter spielen oder was? Und da denkt man hier, wow, ist ja auf dem Server was los. Aber wenn ihr alle hier 5, 6 Charakter haben, ist nämlich gar nicht auf dem Server los. Läuft. Einer von meinen Bekannten nimmt mich gleich in meine Tribe auf. Und ja. Ja, Biberzucht. Jetzt geht's gleich los, ja, mit der Biberzucht. Und die Wölfe geht's gut. Die Wölfe geht's gut. Gut, 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 gut. Hello again. Ich sag einfach Hello again. Ich kann mich bei meinen Games auf mehrere Charakter. Ach, ehrlich?
Eigentlich kannst du nicht mehrere Charakters machen. Gar nicht möglich. Ist einfach so. Ich könnte natürlich jetzt auf einen anderen Server rauf, neu anfangen und diesen Charakter dann später als Transfer benutzen. Das funktioniert. Dann müsste ich aber diesen Charakter wegpacken. Anders geht's uns nicht. Es sei denn, man hat einen zweiten PC und das Spiel kauft man sich auch noch mal ein zweites Mal, dann würde man auch mit zwei Charakter spielen können. Aber macht wenig Sinn so. Wirklich. So, jetzt komm. Das zieht sich ja heute hier extrem in die Länge. Noch 2 Minuten. Eieieiei. Komm, der muss noch mal kurz weg hier. Kommt ein bisschen gleich mehr bei raus. Egal, man müsste den hier nehmen, der hier. Also alles Lobobs. Oh, da habe ich schon eine rote Schrift gesehen. Ein Biber ist schon geschlüpft. 216. Hier ist noch einer. Da hier sind alle blau. 225. Ich nehme auch ein. Nicht nur großen. Komm. Das ist noch ein 227 Biber. Ein Baby. So, jetzt gib mal her den Kram hier. Schlüpf aus da. Wo ist denn meiner jetzt? Wo ist mein Kleiner? So, leck mich doch. Nimm ich den. Haben wohl eh alle die guten Werte. Die weiblich? Wäre natürlich optimal. Nein, männlich. Männlich ist doof. Der 200 ist eher uninteressant, aber alle, alle blau, alle besoffen, ja. Wow, das ist schon beinahe merkwürdig, dass sie alle so diese Farbe haben. So 200 wollen wir nicht. Das ist meiner, der ist egal. Der ist egal, der ist glaube ich auch Männchen gewesen, ne? Ja, der ist auch Männchen. Also auch unwichtig. Nee, der ist weiblich. Hä? Nee, 203? 23? Nee, der ist Weibchen. Da 225 Männchen, das ist wirklich eher schwachsinnig. Alles gut. Ich hoffe, MacGyver hat ein Weibchen dazwischen. Vielleicht der 227, ja, der 200. Das ist nicht so ganz so der Bringer. Und vielleicht will er ihn aber haben. Der 216 ist auch jetzt nicht so jetzt. Könnten wir... Oh, meine Güte, das leckt hier so vor sich hin. Ach du Schande. Wir können hier einmal ganz kurz gucken, was das hier ist. Männlich, das ist ja wirklich schwach.
hat keine neue Mutation drinne, bringt nicht viel. Der 200er ist zwar weiblich, aber. Naja. Naja, naja, naja. Hands up, baby, hands up. So. Habe ich zumindest einen neuen bläulichen männlichen Biber, den ich vielleicht sogar erstmal, wenn du für mich in meine Kammer behalten kann, weil anders macht das jetzt erstmal nicht wirklich Sinn. Aber immer noch besser als wie nichts. Und hiermit werde ich mich jetzt auch langsam mal mit dem Stream beenden und wünsche euch einen wunderschönen Tag noch. Lasst euch nicht ärgern und immer dran denken. 26 Aufrufe in diesem Livestream. Vielen lieben Dank, Freunde, dafür. Ja, wünsche euch dann, wie gesagt, einen wunderschönen Montag noch. Und wir hören uns und sehen uns auf jeden Fall wieder. Bis zum nächsten Mal. Immer dran denken, wir sind nicht fix, sondern die Foxys. Und schlaf schön, Kai. Bis zum nächsten Mal. Game over.